Liebe Leute, herzlich willkommen live auf Twitch, jetzt auch auf YouTube, eine Aufzeichnung. Wir zeigen euch ein neues Fußballmanager-Spiel, das neue Fußballmanager-Spiel von Gerald Köhler und seinem Team, Entwickler, die in Köln sitzen. Gerald hat vorher die Anstoßreihe seinerzeit gemacht, dann den Fußballmanager bei Electronic Arts betreut, hat jetzt eine eigene Firma gegründet in Köln mit alten Weggefährten und bastelt an einem neuen Fußballmanager, der so ähnlich ist wie die alten auch. Den wollen wir euch gemeinsam heute ein bisschen vorstellen. Im Juni kommt er raus und der heißt We Are Football. Ich bin WB Writing Bull, ich streame immer auf Twitch, mache Videos auf YouTube über Strategiespiele, über Aufbauspiele, bin selber großer Fußballfan, habe damals die Fußballmanager rauf und runter gespielt und unter anderem, da seht ihr zu meiner Seite, doch, da ist Gerald ganz genau, Spiele von dir, Gerald, habe ich rauf und runter gespielt, zum Beispiel Anstoß. Kannst du mir als jemand, der deine alten Spiele schätzt und liebt, mir irgendwie Hoffnung drauf machen, dass eure neuen Spiele ein bisschen so ähnlich sind? Ich hoffe doch, dass man so den, vor allem den Spirit merkt, so aus der alten Zeit. Wie würdest du ihn beschreiben, den Geist, den ihr hier reinbringen wollt in das Spiel? Ja, das Verspielte und das, wie soll man sagen, ein bisschen Freche und auch ein bisschen Humor und nicht alles wie ernst zu nehmen und trotzdem aber für den Fußballfan ein möglichst authentisches Erlebnis halt zu bieten. Es gibt nicht nur Zahlenschubserei bei euch, es gibt auch, es gibt natürlich Micromanagement, es gibt auch Zahlenverwaltung, aber ihr legt weniger Wert darauf, so ein Zahlenmonster zu sein, wo man ständig rumrechnet und Tabellenkalkulationen betreibt, sondern es gibt halt auch so viele andere atmosphärische Elemente drumherum, die wollen wir euch jetzt gemeinsam auch zeigen. Du hast eine kleine Präsentation vorbereitet, eine große Präsentation mit vielen Screenshots, die du selber gemacht hast, von der aktuellen Arbeitsversion deiner. Wir zeichnen das gerade auf am 8. Mai. In ungefähr einem Monat wird das Spiel rauskommen. Das heißt, wenn ihr hier gerade jetzt zuschaut, egal ob in der Aufzeichnung oder live, dann seht ihr wirklich, glaube ich, Gerald, die aktuelle Version, wie sie bei dir auf deinem Rechner ist, oder? Korrekt, ja. Die meisten Sachen sind von heute Nachmittag, also das ist so der Stand. Aktueller geht's nicht. Das Spiel wird rauskommen in zwei Editionen. Zum einen einer Bundesliga-Edition mit den Originallizenzen für den deutschsprachigen Sprachraum. Da sind dann drin die erste Liga in Deutschland, die Bundesliga, die zweite Bundesliga. Es gibt auch eine Frauenbundesliga, die zweite Frauenbundesliga, DFB-Pokal und Supercup. Und es gibt eine andere Version für den internationalen Markt dann mit... das werden wir euch auch mal Schluss gehen, wie das zeigen, wie das geht, mit Fantasienamen und mit Fantasievereinen, Fantasiespielernamen, die so ein bisschen angelehnt sind an die Originalnamen, mit einem Editor, der mitgeliefert wird. Den zeigen wir euch gleich auch, wo dann Fans des Spiels wahrscheinlich im Handumdrehen selber Mannschaften kreieren werden und Vereine kreieren werden, die eventuell der Realität sehr, sehr gleichen. Beide Versionen werden Mitte Juni auf den Markt kommen und... 10. Juni ist geplant. Wir gehen mal der Reihe nach durch und zeigen im ersten diesen Screenshot hier. Und so beginnt alles los. Managervermittlung, Gerald. Erzähl mal. Genau, ja. Also es ist so, dass man als Spieler ganz klassisch die Wahl hat zwischen der Karriere und Vereinsauswahl. Und zum Start der Karriere muss man jetzt eben quasi in die zur Managervermittlung, muss eine ganze Menge von Fachfragen beantworten und aus diesen Antworten wird dann praktisch ein Profil erstellt und daraus ein entsprechender Vereinsvorschlag gemacht. Also je nachdem, ob man sich so ein bisschen kämpferisch gibt oder eher so den Taktiker raushängen lässt, dann gibt es halt entsprechende Clubs und die bekommt man dann eben vorgestellt, darf die dann übernehmen zum Start und beginnt damit praktisch die Karriere. Wenn man es dann entsprechend schlechter macht, fängt man ein bisschen unten an in den Ligen und wenn man es gut macht, dann kann man nach oben beginnen. Aber ansonsten kann man natürlich da beliebig auch experimentieren, wo man dann landet. Und man kann natürlich im Normalmodus sowieso jeden Verein auswählen, den man managen möchte. Das ist entweder man übernimmt einen aus einer Auswahl oder man sagt sich, hier, ich suche gezielt meinen Lieblingsverein. Kann ich auch einen Verein gründen, einen Amateurverein beispielsweise, und sagen, ich mache aus dem einen Weltclub? Nee, also gründen würde über den Editor laufen. Das liegt einfach daran, weil es so viele Daten sind, die man dann da eintragen müsste. Das ist ganz schön aufwendig, glaube ich. Und da extra nochmal so eine Editierarbeit im Spiel einzubauen, ist, glaube ich, ein bisschen zu hart. Weil da liegt dann sowas mit so viele grammatikalische Sachen auch und dann Wappen festlegen und so weiter und so fort. Da muss man 5 Editoren da einbauen. Und deswegen
man kann im Editor alles einstellen, wer da seinen Verein entsprechend der Liga zuweist am Anfang. Der kann natürlich auch mit praktisch seinem eigenen Club mit allen Sachen da trainieren. Kann seinen Ort eintragen, irgendwo auf der Karte, die Koordinaten, dann kennt er die Derbys und alles Mögliche. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Der erste Station einer großen Karriere beginnt Gerald da, dass wir diese Infos hier machen, dass wir uns rauspicken, welchen Verein wir haben wollen. Was kann ich denn alles an Kleinigkeiten einstellen? Kann ich einstellen beispielsweise die Trikotfarbe meines Vereines? Ja, was Trikots und auch den Trikottyp und alles Mögliche kann man im Editor festlegen und das ist auch so gar kein Problem. Was wir jetzt hier sehen, ist die Frauenbundesliga. Das heißt, hier sind eben entsprechend weniger Clubs. Kann man aber natürlich auch, wenn man sagt, das ist ein bisschen zu wenig, kann man das auch theoretisch ändern, ein bisschen unrealistischer machen oder ein bisschen in die Zukunft blicken, wie das vielleicht in 5 Jahren dann aussieht. Aber letztendlich ist momentan halt diese 12er Liga und die wird eben dann simuliert und dazu halt auch der internationale Wettbewerb und solche Dinge. Mhm. Und ja. Die Frauenligen sind auch mit dabei. Ist das eine Sache, die ihr selber von Anfang an wolltet oder ist es ein Vorschlag, der an euch herangetragen worden ist? Weil das ist eine Änderung. Früher waren es nur Männerfußball in den früheren Fußballmanagern und jetzt halt auch diese auch Frauen liegen drin. Von wem kam der Impuls? Ja, also wir wollten das eigentlich von Anfang an machen. Allerdings vielleicht sozusagen in der zweiten Version, aber es war relativ klar, dass das Thema uns sehr interessiert und sehr spannend ist. Dann kam aber diese Namensgeschichte natürlich auch mit We Are Football und dann hat das einfach so perfekt gepasst und hat das Spiel so abgerundet aus unserer Sicht, dass das totale Muss dann war. Und wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß dabei. Also es fühlt sich ein bisschen anders an, einfach zu spielen. Es ist mal was anderes einfach und gerade dann auch, wenn es lizenziert ist, ist es mega cool. Also muss man dann einfach mal ausprobiert haben. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu machen und es ist eine ganz ernsthafte Simulation, es ist 1:1 mit Zusätzen. Das heißt, wir haben alles eingebaut, was es auch im Männerfußball gibt und dann haben wir noch ein paar extra Sachen integriert, die halt für den Frauenfußball typisch sind. Da haben wir ein paar Veränderungen auch gemacht, wir haben ein bisschen das Finanzmodell verstärkt sozusagen, also da haben wir nicht auf Realismus gesetzt, weil es natürlich schon problematisch ist mit dem auch sehr geringen Zuschauereinnahmen im Verhältnis. Das also alles nur noch über Sponsoren läuft, war uns dann ein bisschen wenig, sodass wir dann gesagt haben, wir lassen da mehr Zuschauer kommen und sorgen einfach dafür ein bisschen mehr Schwung in diese Richtung. Und ich glaube, das tut der Sache gut, sodass es dann noch Spaß macht und man nicht irgendwie so eine Erbsenzählerei dann veranstaltet oder nur einen Sponsorendeal als sozusagen den wichtigsten Teil des ganzen Jahres hat. Ansonsten glaube ich, ist das eine tolle Sache. Wir haben sehr viel positives Feedback auch da bekommen auch von Spielerinnen und super. Kommen haufenweise Fragen rein. Ich schreibe mit und versuche die dann stückchenweise reinzunehmen. Am Anfang kommen viele Fragen, die sich vielleicht von alleine erklären werden, wenn wir weitermachen. Ich zeige euch mal den nächsten Screenshot. Hier sind wir beim VfB Stuttgart und der VfB Stuttgart hat einen richtig coolen Trainer. Guck mal da, Gerald. Der sieht aus wie dein Zwillingsbruder. Ich bin total baff. Kann ich selber mit eigenem Konterverein mal einen eigenen Verein machen? Anscheinend ja, ne? Ja, also man kann sich sozusagen gibt es ein entsprechendes Verzeichnis, wo man sein Bild reinlegt und die Idee jetzt ist, dass man auch so ein bisschen seine Stimmung ausdrücken kann über das Bild. Das wird man jetzt gleich in den nächsten Screenshots irgendwann nochmal sehen. Man ist nicht immer so jetzt relativ neutral oder gut gelaunt, sondern wenn es dann nicht so läuft, dann kann man auch so entsprechende Bilder einstellen. Die macht man dann einfach so mit einer Nummerierung. 1, 2, 3, 4 hinten dran. Und dann stehen die halt für verschiedene Stimmungen von euphorisch bis total verzweifelt. Und das ist auch, glaube ich, doch mal ganz lustig. Das kann man theoretisch auch mit allen möglichen Leuten machen. Also wenn man irgendwie andere Trainer da einträgt, dann kann man auch die praktisch in Momenten erwischen, wo sie halt irgendwie traurig sind oder wütend sind oder total jubeln. Also ich kann mal mein eigenes Set von Stimmungen erstellen und mich fotografieren oder fotografieren lassen, wie ich verzweifelt bin oder fröhlich oder triumphierend mit geballter Faust oder mit herunterhängenden Mundwinkeln. Eventuell auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin zusammen aufnehmen, die einen entsprechend provoziert, damit der Gesichtsausdruck authentisch ist. So können Freundschaften verstärkt werden oder auch zerbrechen. Das stelle ich mir sehr hübsch vor. Das finde ich total zauberhaft. Wie viele Stimmungen gibt es denn da, die man da abdecken könnte? Gibt es auch so einen Editor, meine Stimmung ist und dann gibt es 10 Stimmungen oder 5 oder wie geht das? 4 Stück. 4 Stück, okay.
Wir machen mal eins weiter und gucken uns den nächsten Screenshot an. Da geht es um die Rückennummern, die man verteilt, und um das ganze Spielerverzeichnis, Fähigkeiten der Leute, wie lange die Verträge laufen, wie stark die sind. Magst du mal erklären, was ist, wo es beim einzelnen Spieler drauf ankommt? Ja, also wir machen ja jetzt praktisch schon eine kleine Reise durch das Spiel. Und das ist mit einer der Screens, wenn es nach der Vereinsauswahl dann in die neue Saison geht, die Rückennummernverteilung. Hier geht es einfach darum, dass man letztendlich Spieler anklickt und Nummer einstellt. Und was einem nicht passt, kann man ändern. Und was, wenn es einen nicht interessiert, dann klickt man den Screen einfach weiter. Ich glaube, das ist ein Standard, den man halt gerne hat. Okay. Machen wir noch mal eins weiter. Das ist der nächste Screenshot. Schöne Bescherung. Ist das eines von diesen Events, die ihr eingebaut habt? Genau, an Weihnachten und am Geburtstag spielen ist gut. Schöne Bescherung. Herzlichen Glückwunsch. Ein Achievement ploppt auf für Bavaria München. München, ein Verein, der mich irgendwie vage an einen Club erinnert, den ich schon mal gehört habe. Aber wir machen mal eins weiter. Das hier ist der Trainingsbeginn. Es geht zum einen natürlich um die finanzielle Seite. Stadionausbau gucken wir uns gleich noch an und Geld verwalten. Der Rubel muss rollen, wir dürfen nicht pleite gehen. Aber ja, der erste Schritt ist natürlich erstmal sportlich jetzt auch, ne? Dass die Leute fit sind fürs erste Spiel. Trainingsbeginn, Gerald. Genau, das ist einfach der Start zur Saison. Jetzt geht es quasi los. Man bekommt so ein bisschen Feedback. Später natürlich, auch wenn man ein paar Jahre gespielt hat, dann erfährt man noch ein bisschen was über die Spieler, wie sie sozusagen ihren Urlaub verbracht haben und ob sie gefeiert haben oder nicht. Und je nachdem, hier ist erstmal ein neutraler Start. Und der nächste, was wir jetzt gerade schon gesehen haben, war ja die Aktionspunkte. Genau. Sag mal, gibt es bei euch vielleicht wirklich Spieler, die eine Charaktereigenschaft haben, dass im Urlaub einen drauf machen und sich dann nicht an Trainingspläne halten? Ja, es gibt... Grundsätzlich haben wir 4 Spielertypen. Das ist uns ein großes Anliegen. Wir haben das gesehen in einem Buch, dass das ein Club wirklich macht, dass er jede Neuverpflichtung praktisch da auch einteilt in 4 Kategorien, also Anführer und Teamspieler und Analytiker und Künstler, und dass praktisch mit jeder Einteilung dann Stärken und Schwächen verbunden sind, und dass eben die Mannschaft auch so aufgestellt werden muss, dass sie halt aus allen Bereichen dann entsprechende Spielertypen auch hat. Wenn man dann keine Kreativen hat und glaubt, nur mit Anführern kann man gewinnen, dann täuscht man sich halt auch. Natürlich gibt es auch Kombinationen und keiner ist nur in eine Richtung, aber jeder Spieler hat sozusagen so einen Grundtyp. Und die Mannschaft muss halt entsprechend auch danach besetzt sein, dass es, sagen wir mal, mindestens 1-2 Leute auch aus jeder Kategorie gibt. Sonst hat man Probleme bei Rückständen oder man hat Probleme, die Taktiken vernünftig umzusetzen, oder man hat Probleme, einfach kreative Aktionen hinzubekommen, also irgendwelche wirklich gefährlichen Pässe oder so, und man tut sich dann halt auch gegen eine schwächere Mannschaft wesentlich schwerer. Machen wir einen Schritt weiter. Stufenaufstieg, das heißt, ich levele auch persönlich auf. In welche Rolle bin ich? Bin ich Teammanager? Was ist denn meine Rolle überhaupt in den Vereinen? Wie heißt das, was ich bin? Also im Prinzip ist das immer so ein Mischding zwischen Trainer und Manager. Man hat eigentlich die totale Kontrolle. Das ist das, was, glaube ich, die Spieler am liebsten haben. Und wir haben immer gesagt, dann verknüpfen wir eben diese beiden Tätigkeiten, die oft getrennt sind oder so ineinander rein verschwinden, je nach Verein auch. Das hat man alles komplett in der Hand und kann beide Sachen machen. Und ja, diese Aktionspunkte, die sind jetzt halt so eine besondere Geschichte. Das heißt, wir haben so überlegt, gewisse Dinge kann man ja eigentlich im Leben nicht machen oder funktionieren einfach nicht. Also Spieler sprechen nicht mit einem, die irgendwie zu stark sind. Oder aber man hat irgendwie ein Problem mit dem Budget und mag diesen Teil gar nicht. Dass man so ein bisschen so das Spiel an dieser Stelle für sich so ein bisschen freundlicher machen kann. Und dazu haben wir diese Aktionspunkte eingeführt, die das halt quasi ermöglichen. Also man kann dann im Laufe der Saison so mal 5 bis 8 Punkte einsetzen, die dann quasi Sachen ermöglichen, die man sonst nicht tun kann. Und sozusagen mal, wenn man sagt, okay, ich will einfach mehr Budget und das ist für mich einschränkend, dann drücke ich am Anfang gleich ein paar Mal drauf und habe mehr Budget und habe das Problem gelöst, aber habe dann halt keine anderen Chancen. Ansonsten kann ich zum Beispiel eher mit Spieler verhandeln oder ich kann bei Verhandlungen einen Bonus rausholen oder alle möglichen Dinge. Oder ich kann Spielerentwicklung betreiben. Das ist was wahrscheinlich ganz viele machen werden, nämlich dass man sich einen starken Spieler oder seinen Lieblingsspieler auswählt und dann praktisch über die Boosts, die man dann durch Aktionspunkte einsetzt, den halt steigert im Verhältnis zu allen anderen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Anwendung der Aktionspunkte.
Damit man es nicht übertreibt, kann man das nur so eingeschränkt machen. Das heißt, der Spieler, der so wirklich heftig geboostet werden kann, das ist auch immer der mit dem höchsten Fortschritt schon zur nächsten Stufe. Also man kann ihm immer so den letzten Push geben und damit über die Jahre beschleunigen, aber jetzt nicht hingehen und einen von 11 auf 15 hochziehen oder sowas hinkommen. Kann ich mich selber auch einsetzen? Also quasi sagen, ich trete als Spielertrainer an und bisweilen stelle ich mich vor den Spiegel hin beispielsweise und schnapp mir all meine Aktionspunkte, schmeiße mir ins Gesicht, brülle mich an und sage, du bist jetzt am besten noch besserer Kopfballspezialist oder deine Motivation steigt oder ähnliches. Also kann ich schizophren auftreten, Gerald? Quasi ein bisschen indirekt. Also sag mal so, der Spielertrainer historisch gesehen, der hat uns von allen Features den meisten Ärger gemacht. Das ist ein Horror-Feature, weil... sagen wir mal so, der ist so verlinkt mit allem Möglichen, weil dann natürlich man beschimpft sich selbst quasi und macht man irgendwie Sachen, die eigentlich nicht passen. Und das führt zu so viel Komplikationen, dass die Möglichkeit quasi wäre, einen Jugendspieler nach sich selbst zu benennen. Das kann man, das sehen wir auch gleich noch, da gibt es dann so einen Bildschirm, da kann man quasi sich selbst da eintragen und kann dann auch einen Jugendspieler mit gleichem Namen praktisch fördern. Aber es ist nicht so, dass das die gleiche Person ist, weil sonst müsste ja dann auch wieder alles mögliche andere berücksichtigt werden. Da haben wir jetzt mal von abgesehen, weil das ist so ein Bug-Problem, wenn man das macht. Wir machen mal einen Bildschirm weiter. Es kommen ganz viele Fragen rein. Wir haben so viele Zuschauer, über 800, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich schreibe mir alle Fragen auf. Werden Fragen zwei oder dreimal gestellt und fett unterlegt nach dem Motto WB, du musst mich sehen. Ich kann nicht alle Fragen gleichzeitig aufnehmen. Wir versuchen noch ein bisschen voranzukommen. Ich versuche aber alles, was reinkommt, eine Möglichkeit auch zu beantworten mit Gerald zusammen im Laufe der Präsentation. Nächster Schritt, Dortmund gegen Bavaria München. Wochenstart, wir hatten schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Versionen, eine für den deutschen Markt mit den Originallizenzen, eine internationale, das ist ein Screenshot von der letzteren Version. Und ja, beginnt die ganze Woche mit der Vorbereitung auf ein echtes Spitzenspiel, Gerald. Ja, also um noch mal diese Versionen aufzuklären, es gibt halt wirklich eine Standardversion und es gibt die Möglichkeit halt so ein DLC zu erwerben, das 5 Euro kostet, so in der Gegend. Und damit kann man dann halt die erste, zweite Liga bei den Männern und erste und die beiden zweiten Ligen bei den Frauen plus halt die entsprechenden Pokale und sowas, die sind dann halt lizenziert. Um auch das noch mal aufzuklären, das ist dann beim Spielstart eben eine Option, dass man mit dieser speziellen Datenbank eben spielt. Und ansonsten kann man natürlich dann auch ganz normal seine eigene Editor-Datenbank oder aber eine vollkommen generische Datenbank am Anfang auswählen und dann damit spielen. Also ich kann dann halt im Editor einfach loslegen und kann auch meine eigene Liga da bauen und alles Mögliche machen. Aber nachher sehen wir ja auch den Editor noch, genau, dann können wir ja auch noch. Zeigen wir alles. Ich glaube, ich kann mal einen Bildschirm weitergehen, weil hier sehen wir einfach nur, was uns in der Woche erwartet, dass wir ein bisschen vorbereitet sind auf die Aufgaben, die hier. Genau, also was man hier macht, Spielerförderung ist einfach so sozusagen der Schwerpunkt in dieser Woche, der hat Einfluss darauf, was dann die Assistenten vorschlagen. Und der zweite Punkt ist dann einfach, dass man schon mal das Training grob festlegt. Mhm. Und dann kann man unten noch sich einen Spieler auswählen, den man entweder mit Aktionspunkten speziell boostert, dass er Trainingsfortschritt macht, oder man macht auf der rechten Seite dann, oder man kann dann einfach nur einen auswählen, über den man sich im Training dann besonders kümmert. Und damit die anderen nicht sauer sind, muss man nämlich so ein bisschen gucken, dass man nicht einen Liebling die ganze Zeit hat und die anderen vernachlässigt. Dann werfen wir einen Blick in die Zentrale, das heißt unser Büro, in dem wir sitzen und die ganzen Wirtschaftsgeschichten, die hier möglich sind. Wir verwalten unsere Budgets, wir müssen gucken, dass genug reinkommt und dass wir entsprechend für die Ausgabe auch entsprechend Unterfutter haben und haben hier viele, viele Möglichkeiten. Magst du mal das Wichtigste uns erklären, Gerald? Ja, also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man das Spiel spielt. Das erste ist, wir machen die traditionelle Version und machen praktisch alles über, unten sehen wir die Zentrale, da ist ja auch der Tisch ausgewählt, das ist der momentan ausgewählte Menüpunkt und dann gibt es die ganzen anderen Menüpunkte, da kann ich hin und her wechseln. Ja, die zweite Möglichkeit ist dann letztendlich einfach das zu ignorieren und zu sagen, okay, kurze Information und weiter geht's quasi. Dann kommt ein Bildschirm, den wir nachher auch noch sehen, wo man dann über die Assistenten praktisch die Wochenplanung macht, Termine einträgt und dann halt über diese Art und Weise spielt. Und da kommt nachher diese Voreinstellung, die wir vorhin gemacht haben, zum Tragen. Das heißt, da, wenn man eingetragen hat, heute, diese Woche geht es mir vor allen Dingen um
Spieler oder um Verträge, dann werden halt solche Termine beispielsweise vorgezogen und andere Sachen dann halt zurückgesetzt. Zum Beispiel jetzt auch kann ich so eine Sponsorengeschichte machen, dass es darum geht, jetzt am Anfang erstmal diese ganzen Termine hinzubekommen, alle Verträge abzuschließen, damit das schon mal erledigt ist. Wir müssen uns ein Saisonziel stecken. Wie sehr bin ich motiviert, ein großes, ein niedriges oder ein sehr optimistisches Ziel zu stecken? Und was passiert dann? Ja, also es ist immer natürlich für die, was der Vorstand sozusagen von einem denkt, immer ganz gut. Wenn man große Ziele auch hat, dann wird es auch entsprechend honoriert. Aber wenn man es nicht schafft, hat man dann natürlich auch das Problem. Genauso auch mit den Spielerversprechen. Man hat immer erstmal kurzfristigen Vorteil, aber wenn das halt dann, wenn man dann trotzdem nicht spielen lässt, dann schlägt es halt doppelt und dreifach zurück. Das sind immer so Spiele, die man, so Wetten, die man eingehen kann, quasi mit sich selbst. Wenn man daran glaubt, dass es klappt, wird man belohnt. Und wenn man es nicht schafft, dann gibt es halt entsprechend meistens so in der doppelten Größenordnung einen negativen Effekt. Ich muss gestehen, da werden bei mir total viele Erinnerungen wach, weil bei Anstoßen bei einem Fußballmanager später von EA habe ich immer wahnsinnig viel Zeit in den Wirtschaftsparts verbracht und habe überlegt, was kann ich da als Saisonziel vorgeben, in die Verträge mehr reinschreiben, was ist riskant, was klappt eventuell. Ich habe, das gucken wir uns nachher auch noch an, am Stadion rumgetüftelt, werfen gleich noch einen Blick darauf, wie man ein Stadion bauen kann beispielsweise. Habe in Verträgen rumgepuzzelt, überlegt, worauf, wie mache ich das mit den Verträgen, gebe ich den Leuten eher Prämien oder eher Grundgehalt und dass dieser Wirtschaftspart hier wieder so eine große Rolle spielt und nicht nur Training und Leute auf dem Platz und denen was zurufen, finde ich ultra cool. Da schlägt mein Aufbauherz auch. Sag mal, der typische Fan von deinen Spielern, wie würdest du den beschreiben, wenn du den vor Augen hast? Wie groß ist der? Wie dick ist der? Wie heißt er mit Vornamen? Wo kommt er her? Und was er oder sie? Und was liebt sie für Spieler? Also, in der Regel ist er, muss man ja schon zugeben, männlich. Aber er ist auf jeden Fall total nett. Total nett und? Ja, und er ist in der Regel, sagen wir mal, 25 aufwärts. Und was spielt er normalerweise für Spiele? Strategiespiele, würde ich sagen. Es ist ja ein PC-Titel und wir haben auch jetzt bei unserer Entwicklung ganz klar von Anfang an gesagt, das ist unser Ziel. Wir wollen was ganz Traditionelles da machen. Wir wollen für den PC was machen. Wir wollen auch jetzt keine irgendwie Ingame-Payments oder sowas, sondern wir wollen ein ehrliches Produkt. Fertig, was am Anfang schon einfach alle Kosten aufdeckt und das war's dann auch. Immer mehr Fragen prasseln rein, wir machen lieber einen Schritt weiter. Das ist das nächste Bild und hier gehen wir jetzt konkret in die Vorbereitung. Aufstellung. Was kann ich hier alles einstellen? Kann ich meine Aufstellung vordefinieren, Leute draufziehen? Was kann ich alles machen? Jetzt muss ich mal gucken hier. Ja. Ja, also Aufstellung ist, kann beliebig Spieler natürlich auswählen, kann die Bank besetzen. Da kommen jetzt neue Faktoren rein, wie beispielsweise das Psychologische. Also, dass es von allen Spielertypen praktisch Leute aufgestellt sein müssen. Ganz klassisch, kann alles machen. Kann die auf dem Spielfeld rumschieben. Je nachdem, welche Nebenpositionen sie noch haben, funktionieren die Spieler dann auf vielen verschiedenen Bereichen oder aber sehr eingeschränkt, also ganz, ganz unterschiedlich. Sind da auch so Feinjustierungen möglich, wie zum Beispiel, wenn ich unter Druck gerate, dann soll der linke Außenverteidiger innen einrücken und der Rechtsaußen wiederum soll sich dann auf den Gegenspieler XY konzentrieren, irgendwie so Feinstpläne bis ins letzte Detail, Drehbücher für meine Leute? Kann man zum Teil machen, aber ist nicht so ganz unsere Absicht. Also wenn, dann macht man das im Spiel selbst, dass man merkt, irgendwas funktioniert nicht sozusagen und kann reagieren. Man kann das natürlich auch für jedes Spiel einstellen, dass man irgendwie Manndeckungen macht zum Beispiel. Aber eigentlich ist das sozusagen so ein Mikromanagement, dass ich sagen würde, das ist jetzt nicht so die totale Absicht, die wir haben, sondern man hat genügend taktische Einstellungen, aber man soll das alles sozusagen ein Bildschirm nach dem anderen erledigen können und nicht zu in die Details und jede Spielerbeziehung auch noch einstellen, weil ich glaube, sonst kommen wir in Bereiche, wo sich die generelle Spielzeit so verlängert, dass das extrem schwierig wird. Genau. Und nicht mehr ganz so unsere Absicht ist, weil wir wollen ja, dass die Leute lang was aufbauen und langfristig. Achso, was bedeuten denn bei den Mannschaftsteilen die Werte, das ist die Gegenüberstellung der Vereinsstärke, ne?
Genau, ja. Also man sieht jeweils der Länge, also der ist jeweils bessere Team hat einen vollen Balken und das entsprechend schwächere Team hat dann relativ dazu, zu dem Einzelbereich von den Balken, sodass man sehen kann, wo eine Mannschaft besser oder schlechter ist. Jetzt sind wir bei Wolfsburg gegen Essen, Gerald. Genau, hier haben wir jetzt mal eine Frauenpartie. Das heißt, alle anderen Einstellungen sind die gleichen, nur andere Vereine und Spielerinnen statt Spieler. Ansonsten auch alles wie gehabt. Wir gehen noch mal eins weiter. Ja, es gibt also natürlich schon spezielle Sachen bei den Frauen. Also zum Beispiel früheres Karriereende in der Regel. Ja. Wir haben Verletzungsproblematik, Kreuzbandrisse sind deutlich erhöht und solche Dinge. Also wir haben natürlich nicht alles da genau umgesetzt, weil das ist schon ganz schön krass. Also wenn man sich so die Frauenteams anschaut und die Ausfallquote diesbezüglich ist jetzt spielerisch, also menschlich sowieso, aber spielerisch auch natürlich nicht so gut, weil das ist eine Dauerverletzung, die halt dann die Leute 6-8 Monate rausnimmt. Und das können wir jetzt nicht so machen, weil das sorgt natürlich dafür, dass man ständig neue Sterne, also man verkraftet sicher ein, zwei Kreuzbandrisse, aber wenn das die ganze Zeit dann ist, dann ist es ein bisschen. Wir hatten eben schon über Charaktereigenschaften und Spielertypen geredet, Gerald. Gibt es denn auch hier sowas wie, dass ein Spieler, der zum Beispiel öfters verletzt ist, die Eigenschaft verletzungsanfällig erwirbt? Oder wie ist das generell? Durch die Spielweise, durch die Erfolge der einzelnen Spieler, wir sind natürlich Folgen von Zahlenwerten, mit denen die operieren und von Wahrscheinlichkeiten, was auf dem Platz geschieht. Gibt es das auch umgekehrt, dass das Geschehen auf dem Platz wiederum den Spieler, die Spielerin verändert und ihn formt und so jemand anders macht? Ja, also gibt es einige so Sachen. Natürlich ist grundsätzlich bei der die Verletzungsanfälligkeit so eine Sache, die von Anfang an schon festgelegt werden kann, auch im Editor. Kann man eintragen. Es gibt auch zum Beispiel so Sachen, wenn Leute Erfolge haben, dann wir haben so einen Bisswert, der sorgt dafür, dass das irgendwann mal ein bisschen runtergeht. Aber nicht bei jedem, sondern auch wieder ihr Charakter abhängig. Also es gibt Leute, die wollen immer weitermachen, andere, die sind dann irgendwann, naja, jetzt ist gut. Und es gibt dann auch so Sachen wie, wenn ein Spieler oder eine Spielerin bei einem großen Nationalmannschaftsturnier gut abschneidet, dann kommen die auch mit Selbstvertrauen zurück und kriegen dann auch diesen Wert erhöht, was dann auch dazu führen kann, dass sie zum Beispiel dann zum Anführer oder zur Anführerin solche Dinge. Wir gehen mal einen Screenshot weiter und sind jetzt bei der Verteilung der Aufgaben in unserem Team. Das heißt, es geht konkret um Standards primär. Aber nicht nur darum, es geht auch um soziale Rollen. Wer ist Kapitän oder Kapitänin des Teams? Chefin in der Abwehr hält den Laden hinten zusammen. Und geht man da auch nach bestimmten Werten vor? Also, dass man einfach sagt, die haben bestimmte Skills für bestimmte Standard-Dinge. Ist Technik entscheidend? Oder geht es auch darum, um Macht und Teamgefüge und Leute irgendwie mit bestimmten charakterlichen Eigenschaften eher in bestimmte Rollen zu packen? Je nachdem. Also sind ja alle Werte so angezeigt und dann kann man für den Kapitän sicherlich irgendwie einen Anführer bestimmen. Und dann halt bei den entsprechenden Standards kann man ja anhand der Fähigkeiten sehen, wer das gerade gut kann. Kann aber natürlich auch immer individuell vorgehen und seine Lieblinge auswählen oder kann irgendeinen, der jetzt die ganze Zeit das verzockt hat, absetzen. Da wird auch gefragt im Chat nach der Farbe der Symbole. Es gibt grüne und es gibt blaue Eigenschaftssymbole bei den einzelnen Spielerinnen. Ist das eine was Körperliches, das andere was Psychisches oder wie sieht das aus? Ja, alles psychisch. Rot ist Anführerin und grün ist Teamspielerin und Analytikerin haben wir auch natürlich das Blaue und Gelb ist die Künstlerin. Mhm. Ja, einen Schritt weiter. Nächster Screenshot. Wir sind bei der Kaderplanung. Und haben dann allgemeinen Überblick darüber, steht uns der Kader in der nächsten Saison noch zur Verfügung, wie viele Leute verschwinden. Wir müssen mal aufpassen. Das heißt, uns wird auch so ein allgemeines Datenfeedback gegeben. Das heißt auch eine allgemeine meine Einschätzung, so eine Beratung. Das ist quasi unsere Beratung. Da ist jemand, der tritt an uns heran, in dem Fall ist vielleicht auch ein Programm und sagt uns, hier, da musst du aufpassen, da sind Schwächen bei deiner Arbeit. Das heißt, das ist so eine Art Hilfe, ne, die uns gegeben wird. Ja, es gibt so eine gewisse Bewertung der Kaderplanerarbeit. Es ist ja ein sehr kompliziertes oder sehr komplexes Geflecht, das man da berücksichtigen muss. Also wann laufen die Verträge aus, wenn das alles gleichzeitig ist, das ist auch nicht so dolle, ne? So dass man immer auch so vorzeitig sich kümmern muss. Man muss gucken, ja, droht da jetzt nächstes Jahr schon irgendwas ganz Schlimmes?
Gibt es schwächere Positionen, wo momentan wirklich das Ganze unbalanciert ist? Das ist ja immer schwierig, wenn man eine schlechte Position hat, zieht das halt die ganze Mannschaft richtig runter, weil der Gegner natürlich weiß, über die Seite kann ich angreifen. Dann ist das immer problematisch. Also jede Mannschaft ist da wirklich ganz klassisch nur so gut wie der schwächste Spieler. Und wir haben natürlich dann auch bei den Charakteren passt das alles. Und es ist, ich glaube, auf dem Screenshot war es noch so, dass es, wenn, auch wenn der Kaderplaner jetzt zum Beispiel nicht die nötige Qualität hatte, dann waren die Sterne schwarz. Mittlerweile sind die dann weg, sodass man versteht, dass letztendlich der Kaderplaner ganz wichtig ist. Dass man auch einen entsprechenden Level hat, der einem auch diese Informationen dann alle liefert. Im Chat kommen teilweise so Spezialfragen wie, wie sieht das bei Freistößen aus? Kann ein Linksfuß der von rechts schießen oder umgekehrt? Mal generell, wie viel Feedback bekommt man für viele Dinge im Spiel? Also das sind so typische Situationen, da habe ich mich früher bei Fußballmanagern auch oft gefragt. Da habe ich getüftelt über Einzelentscheidungen, da habe ich gefragt, wenn ich jetzt die eine Sache oder die andere mache, hat das Einfluss dann darauf, ob ich Erfolg habe oder nicht? Also wie wird einem Feedback gegeben? Tooltips, gibt es ein Ingame-Lexikon, gibt es? Was habt ihr, also wie coacht ihr uns fürs Benutzen des Spielers? Also es gibt ein Tutorial, das erstmal alles erklärt. Es gibt normalerweise, wenn man die Bildschirme das erste Mal aufmacht, bei ganz vielen so ein kleines Informationsfensterchen. Das kann man abschalten und kann es dann per Hand immer wieder sich einblenden lassen, wenn einen was interessiert. Und es gibt eine generelle Online-Hilfe, letztendlich oben rechts im Menü, wo man auswählen kann. Und sehen wir auch nachher, wie die aufgebaut ist, wie das funktioniert, wo dann auch nochmal alle Informationen drin sind. Es gibt noch eine neue Sache für Einsteiger, die einem nach dem Spieltag quasi sagt, wenn irgendwas schief gegangen ist, woran das wohl gelegen haben könnte. Also da gibt es dann eine Liste von so um die 35 Sachen, an denen es gelegen haben könnte. Und wenn wir da was finden, was offensichtlich falsch gelaufen ist, dann sagen wir das dem User auch, sodass es so einen kleinen Hinweis wenigstens gibt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist am Ende, es hängt sehr viel an Wahrscheinlichkeiten und an auch manchmal einfach Glück. Die Trainer wollen das Spielglück natürlich nicht unbedingt groß mal erwähnen, aber wenn man jetzt so anguckt, die Saison, wo damals Jürgen Klopp beispielsweise dann danach Dortmund verlassen hat, da war einfach unglaublich viel Pech auch. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es viele Fälle, wo eine Mannschaft halt einfach überperformt eine Weile, weil auch einfach das Glück da ist. Und dann plötzlich hört es auf und dann normalisiert sich alles wieder so ein bisschen. Und ja, es ist halt so, manchmal hat man einfach viele Chancen, macht die Tore nicht. Und was wir da jetzt halt gemacht haben, ist, das sieht man nachher auch, gibt es so einen Wert, der halt das angibt, wie viele Tore man eigentlich verdient gehabt hätte. Und nach dem Spieltag gibt es dann auch noch eine schwarze Katze und ein Kleeblatt. Wenn man sozusagen die Mannschaft mit dem meisten Glück und Pech des Spieltags war. Wir gehen mal einen Schritt weiter zur Trainingsplanung und das kommt mir sehr, sehr bekannt vor von früheren Spielen, die du gestaltet hast. Das heißt, da gibt es wieder die Möglichkeit, im Wochenplan Schwerpunkte zu setzen. Ja, also es gibt wahnsinnig viel Auswahl, aber es gibt einfach bis zu 2 Einheiten am Tag, die kann man setzen. Am Tag vorher sollte man nicht mehr so allzu viel machen. Ist klar, das wirkt sich negativ aus dann. Aber ansonsten kann man da frei gestalterisch tätig werden, kann seine eigenen Wochen erstellen. Ganz einfaches System, aber glaube ich, bietet genügend Möglichkeiten, um bestimmte Taktiken zu trainieren, bestimmte Spielerfähigkeiten besonders zu fördern. Muss man halt immer Auswahl treffen, was man jetzt gerade erreichen will mit seinem Team. Und auch, was man für Spieler hat. Wenn die Spieler halt hohe taktische Ausbildung haben, dann kann ich natürlich da auch, sollte ich eher in diese Richtung gehen, quasi. Und wenn das halt nichts bringt, dann muss ich halt mehr Kondition machen. Meinst du, man hat eventuell auch Erfolg, dauerhaften Erfolg, wenn man bei dir in deinem Spiel als die Mannschaften trainiert und aufs Spielfeld führt? Wenn man sich total spezialisiert, wenn man zum Beispiel sagt, die haben null Kondition, aber sind die taktischen Genies oder die sind immer nur frisch, haben aber nie gebolzt, aber dann klappt es irgendwie. Kondition ist immer wichtig. Ja. Führt kein Weg dran vorbei. Sag mal, im Vergleich zu den früheren Fußballmanagern, die du gemacht hast, sowas wie Social Media,
neue Medien, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, was auch immer, spielt das eine Rolle? Kriegen eure Spieler zum Beispiel Social Media Accounts zugewiesen oder ein Coaching dabei? Können die Skandale machen, dass sie die falschen Dinge irgendwie an Postings absetzen oder woanders denn den falschen Hashtag benutzen, danach ein Problem bekommen? Es gibt ein paar Ereignisse und es gibt Fan-Kommentare. Also wir haben eine Sektion, wo die Fans sich dann über Social Media äußern und dann spöttische Kommentare abgeben zur entsprechenden Leistung. Manchmal euphorisch, immer ein bisschen übertrieben. Wir haben viele Foren natürlich uns angeschaut. Gibt es ja dieses Jahr schöne Beispiele nach oben und nach unten, wo man gut nutzen kann. Und dann haben wir, glaube ich, so ein richtig realistisches Fan-Feedback. Immer einen Schritt weiter zum nächsten Bildschirm, Trainingsplanung. Das ist so ähnlich wie das auch. Das ist halt immer noch das Thema Training. Und hier kann man halt im Detail einstellen, an welchem Wochentag ich mit welcher Intensität ich was trainiere. Das heißt, du hast eben die Beispiele Kondition und Frische schon genannt. Wenn die Frische komplett weg ist, vermute ich mal, ist es wie bei den alten Spielen, dann steigt die Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel. Ist die Kondition zu niedrig, dann breche ich Ende der zweiten Halbzeit ein und andere Geschichten. Und das könnte ganz hart werden dann bei englischen Wochen dann später. Braucht man einen großen Kader, muss gut durchwechseln. Das erinnert mich wirklich total an die früheren Spieler. Ich weiß noch, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, an Trainingsplänen und die da rumzuschrauben, mit ihnen abzuspeichern, auszuprobieren und wenn es nicht geklappt hat, dann nochmal eine Woche zurückzugehen, peinlicherweise, und Safe Games nochmal neu zu laden und andere Trainingsmethoden auszuprobieren. Wie kompliziert ist das hier? Das ist intern kompliziert, aber ich glaube, für den Spieler ist es gut durchschaubar. Was es halt so Sondereffekte gibt, sind zum Beispiel Turniere. Wenn Spieler bei Nationalmannschaftsturnieren halt sehr lange dabei waren, sehr erfolgreich waren, dann hat es natürlich Müdigkeitseffekte, sodass immer diese Saisons dann halt nach so einem Turnier dann ein bisschen schwieriger auch für die entsprechenden Vereine sind. Und ansonsten es sind halt ganz neue Einheiten. Also hat sich natürlich über die Jahre sehr viel verändert am Training. Das ist ja klar, wenn man heute vor 20 Jahren die Spiele anguckt und heute ist es etwas ganz anderes mittlerweile. Und natürlich ist das Training auch ein ganz anderes. Und wir haben auch dann so Trainingsformen integriert, die halt moderner sind. Und so wird das heute auch gemacht. Damals stand eventuell der Trainer rauchend am Spielfeldrand beim Training. Heutzutage gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt rechts oben zu sehen einen Gesundheitswert. Apropos Mario Basler, ich weiß auch nicht, warum der Name mir gerade durch den Kopf zockt. Sie sind voller Energie. Das heißt, nicht nur die Spieler müssen frisch und fit sein, wir auch, Gerald. Das war. Also man darf nicht übertreiben mit der Arbeit und mit den Verhandlungen. Und man kriegt ja so eine Wochenarbeitszeit am Ende jeweils gut geschrieben quasi, und man muss gucken, dass man seine Stressphase sich ein bisschen einteilt und nicht die ganze Zeit irgendein Zeug macht. Das hat dann Auswirkungen, aber letztendlich nur auf, wann man sozusagen zurücktreten muss. Aber auch nach dem Zurücktreten kann man natürlich weitermachen, weil wir jetzt den Spieler nicht antun, was dann plötzlich aus ist. Aber es zeigt einem so ein bisschen die Richtung und man wird dann auch mal krank und so. Auch mal einen Schritt weiter. Trainingswoche speichern, da hatte ich gerade schon drüber geredet. Man kann sich Vorlagen basteln, wie früher auch, sich dann wiederholen. Man muss nicht jedes Mal alles aufs Neue einstellen. Beim nächsten Mal dann wieder und wieder und wieder. Gehen nochmal einen Bildschirm weiter und gucken uns an den Angriffseditor. Ei, sag mal, kann ich spezielle Angriffszüge, kann ich die programmieren und dann vielleicht sogar vom Spielfeldrand aus zurufen? Achtung, A1, Leute, oder so kleine Zettelchen. Den Mannschaftskapitän an Spielfeldrand rufen, dem so ein kleines Zettelchen in die Hand drücken. Da steht dann irgendwie drauf B4. Damit läuft dann in die Mitte hin und gibt den dann weiter an den Abwehrchef. Der wirft einen Blick drauf, pfeift dann oder guckt auf eine bestimmte Art und Weise. Dann wird so ein Spielzug ausgeübt. Also im Prinzip. Also man kann im Training vier Angriffszüge einstellen. Wenn man die macht, dann werden die halt verteilt trainiert. Wenn man nur einen macht, dann halt verstärkt. Im Prinzip klickt man auf dem Spielfeld die entsprechenden Punkte zusammen, setzt die Aktion und dann wird der Angriff auch irgendwann sichtbar. Und wenn der gespielt wird von der Mannschaft im Spiel und man hat ihn aktiviert, dann wird es auch angezeigt, damit man nochmal so einen kleinen Reminder hat und es jetzt auch erkennt sozusagen, ha, das ist jetzt das, und nicht erst nach dem dritten Pass dann plötzlich versteht, jetzt kommt sowas. Und je besser man den trainiert hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Erfolg gibt. Und natürlich, wenn man den überraschend einsetzt, ist es nochmal eine erhöhte Chance. Also man kann dann für ein Spitzenspiel irgendwas eintrainieren und dann einstudieren und dann quasi
jetzt wird es eingesetzt und dann kommt halt diese Angriffsvariante. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann für wichtige Spieler Spielzüge eintrainieren, vorher die Blocken für die Anwendung spielen, dann im entscheidenden Gipfel gegen den Lokalrivalen, dem ich eins auswischen will, den dann einsetzen. Sehr cool. Genau, man sieht ja oben, wird trainiert und wird angewandt und da kann man das dann entsprechend steuern für die Spiele, wo man das dann möchte. Noch mal eins weiter. Gucken wir uns den nächsten Bildschirm an. Da geht es um Transfers und Scouting, das heißt ums liebe Geld. Und die Frage ist, wie komme ich an neue Spieler? Es gibt wahrscheinlich gigantische Pools, die ich durchgehen kann, Spielerlisten, die ich filtern kann, wo ich versuchen kann, mir meine Verstärkung zu holen. Auf wie viele Länder kann ich zugreifen? Ist das unübersichtlich viel? Kann ich in der dritten thailändischen Liga scouten? Oder was habe ich für Möglichkeiten? Das hängt dann von der entsprechenden Datenbank ab. Letztendlich kann es unübersichtlich werden, natürlich. Je nachdem, wie viele Ligen man da einstellt, hat man dann auch Möglichkeiten, Spieler zu scouten. Man wählt dann halt auf dem entsprechenden Bildschirm die entsprechenden Ligen und Bereiche aus, kann dann auch speziell dorthin gehen und erstmal Informationen sammeln. Dadurch verbessert sich dann auch der allgemeine, oder man kriegt mehr, schneller Informationen über die Spieler. Und wenn man dann halt sozusagen blind kauft in Ligen, die man auch gar nicht kennt, dann läuft man halt in das Risiko, dass nachher diese Spieler auch abgewertet werden mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit. Natürlich hat man so Basissachen, das funktioniert schon erstmal, aber man nimmt dann auch diese Stärke erstmal an, die da steht, aber sie ist hochriskant und nach der Verpflichtung kann das Böse zurückschlagen, sodass man schon ordentlich scouten sollte, die Spieler sich vorher auswählen sollte. Wenn man Spieler verpflichtet aus Ligen, die man gut kennt oder die sehr nah sind und groß sind, dann kann man auch mit einer gewissen Sicherheit auch schon sagen, das wird jetzt funktionieren. Dann kann man da ein bisschen reduziert, würde ich sagen, arbeiten. Und dann oder hat man die Informationen schon. Ich kann mich nur so lieber erinnern, wie ich bei früheren Spielen von dir dann dem inneren Schwaben, der in mir wohnte, oder dem inneren Schotten, dem irgendwie nicht Einhalt geboten habe. Da habe ich keine coolen Scouts eingestellt, weil ich dachte, es geht auch so. Ich will dir nicht Geld hinterherwerfen. Habe dann irgendwelche Spiele an Land bekommen. Die haben dann immer mehr angekommen und plötzlich ploppte da bei dem über dem Namen auf. Abwertung, die hast du falsch eingeschätzt. Teuer Geld hinterhergeschmissen, den Weizen ins Luschen. Da habe ich mich schwarz geärgert. Naja, ich fürchte, das steht mir dann diesmal auch bevor, wenn ich zu geizig sein wäre. Wir gehen nochmal eins. Achso, kann ich bei den. Ein Vertragsbildschirm kommt noch sicher zu den Vertragsbestandteilen, ne? Sonst würde ich dir jetzt Löcher im Bauch fragen. Das kommt dann später. Ich muss auch sagen, dass dieser Teil des Spiels ist nicht an Assistenten übertragbar. Okay. Wir sehen das als zentrales Element des Managerlebens an, dass man sich darum selber kümmert. Das führt auch dazu leider, wenn man simuliert, dass dann auch keine sozusagen KI eingeschaltet wird, sondern dann muss man da durch, momentan. Das sollte man aber explizit sagen. Entschuldige, Gerald, es gibt für bestimmte Teile des Spieles halt, da kann man per Knopfdruck sagen, diesen Part, den möchte ich nicht mit Micromanagement bis ins letzte Detail regeln. Dem gebe ich einem Co-Trainer beispielsweise, der macht mir entweder einen Vorschlag, den ich dann übernehme, oder der macht das komplett alleine. So ist das Spiel aufgeteilt in viele einzelne Parts, wo man individuell in seiner eigenen Spielwünsche und Vorliebe sagen kann, die Sache macht die KI auf der und der Stufe, die mache ich lieber selber. Ja, also ich komme nicht so ganz ohne so Micromanagement-Screens aus. Mhm. Manchmal muss sowas sein. Zum Beispiel jetzt Mitglieder, das war so ein Thema, da muss man auch ein bisschen mal so die Sachen aufgreifen, die es da so in dem realen Fußball halt gibt und das auch ein bisschen Lustiges machen und dem Spieler so die Möglichkeit halt bieten, so ein Portfolio zu entwickeln an Sachen, an Vorteilen, die Mitglieder halt haben. Und da kann man sich gezielt Sachen aussuchen. Das ist ein einmaliger Vorgang, wenn es mich nicht interessiert, lasse ich es einfach, wie es ist. Also deswegen geht die Welt nicht unter. Aber wenn ich ein paar mehr Mitglieder gewinnen will, dann mache ich es halt ein bisschen attraktiver zum Beispiel. Und wenn ich das eher ein bisschen Geld rausschlagen will, kurzfristig, dann mache ich es halt ein bisschen runter. Also so solche Dinge. Aber ich glaube, dass das schon die Leute, die halt sowas wirklich gerne spielen, dann auch zu schätzen wissen, dass da halt auch entsprechend Tiefe ist und Möglichkeiten da sind. Aber es gibt dann schon einen Assistenten, weil es ist nicht spielentscheidend, das ist klar. Also wir können nicht jede Sache da sozusagen, die im am Rande ist, wie im echten Fußball auch, das ist nicht spielentscheidend. Am Ende ist es mittlerweile ja oft so, hat der Verein einfach das Glück, dass irgendeiner groß rauskommt. Also irgendeiner, der wirklich total drüber schießt und dann so viel Geld einbringt, dass alles, was man anderes sonst gemacht hat,
völlig belanglos wird. Das ist fürs Spiel ganz schön schwierig, teilweise. Aber am Ende sind halt die großen Dinge, die wirklich wichtig sind an der Stelle. Und das andere kann man dazu machen und kann das ergänzen. Und es bringt natürlich auch Vorteile. Und es kann auch genau die eine halbe Million vielleicht sein, die man dann rausgeholt hat, die den einen Transfer möglich macht, je nachdem. Aber man kann das Spiel auch gut spielen, wenn man das einfach dann sagt, okay, machen die Assistenten. Und dann kommen halt Vorschläge in der Planung und dann kann ich sagen, okay, Haken dran, das mache ich jetzt oder darauf habe ich überhaupt keine Lust oder je nachdem. In der Übersicht hier sehen wir die einzelnen Leute, die wir uns jetzt holen wollen, Spielerinnen, die wir nebeneinander stellen, vergleichen müssen. Wir müssen uns nicht immer hin und her blättern und Zahlenwerte merken, sondern können uns das auch so angucken. Dieses Thema Zufall und Glück würde ich nochmal ganz kurz aufgreifen, weil viele glauben ja von der modernen Trainergeneration, man könnte Erfolg planen. Man kann ihn vorbereiten, man kann ihn wahrscheinlicher machen, aber ihr habt noch so ein früheres Spielverständnis, das ich persönlich übrigens auch hege und pflege, dass es letztlich immer so ein Quantum, so ein Rest von Glück und Pech letztlich auch in vielen Situationen ausschlaggebend ist dafür, ob irgendwas klappt oder nicht. Fußball ist halt nicht nur ein Rechenkunstwerk und nicht nur Mathematik, sondern es ist mal beides und es fallen ja relativ wenig Tore auch pro Spiel. Das ist nicht wie bei Handball oder wie bei anderen Sportarten, wo 20 Würfe oder Körbe oder 30, 40 pro Spiel erfolgen. Wenn der eine Spielzug drin ist, man hatte das 1-0 und nicht das 0-1, hat man mal Pech oder Glück gehabt und dann fliegen die Fäuste auf den Tisch oder in die Höhe und man jubelt sich. Und beides ist möglich. Das ist eine Sache, die euch, glaube ich, auch wichtig war, oder? Jetzt hatte ich so einen kleinen Tonausfall, ja. Aber ich hoffe, ich habe die Frage so ganz grob verstanden. Ja, also ob Glück, ob diese Sache, dass man auch Glück braucht oder Pech haben kann, ob euch das wichtig ist von eurer Spielphilosophie her, dass es halt nicht nur alles berechnet wird. Das ist ja so. Also ich meine auch jetzt viele Tore haben immer auch eine Glückskomponente. Also alles, was abgefälscht ist oder irgendwie den Pfosten touchiert oder sowas, das hätte auch anders ausgehen können. Auch die Pässe sind ja nicht immer sozusagen so, wie sie gewollt waren, sondern da steht halt einer dazwischen, fälscht den leicht ab und plötzlich passt das alles. Das ist bei der erheblichen Zahl der Tore so. Und natürlich bei jedem Schuss ist auch immer irgendwie, wie springt das Ding auf? Oft ist es halt einfach gar nicht dann zu kontrollieren oder wird dann halt irgendwie mit irgendeinem Körperteil reinbuxiert, das eigentlich gar nicht gewünscht war quasi. Und da gibt es ja auch, es gibt so viele Fälle, wo nicht mehr zu erklären ist. Also ich glaube mal von Herrn Tuchel, da gab es ein legendäres Spiel mit Mainz im Europapokal, wo die haben einfach ein Ding nach dem anderen und das ist nicht rein. Und sind ausgeschieden gegen Gegner, gegen die sie niemals ausscheiden dürfen. Und sagt ja auch, es war dann sozusagen, das war das Maximum quasi an Pech, was passieren konnte. Und das ist nichts anderes dann als Pech. Weil es war ja alles da. Und leider, das letzte Ding hat dann gefehlt. Und das ist oft halt so. Und es muss auch so sein, weil sonst geht man nicht mehr zum Fußball, wenn dann alles vorberechenbar ist. Das ist schwierig. Aber natürlich ist mittlerweile, sind die Vereine, die Schere ist sehr weit auseinandergegangen. Und das ist schon nicht mehr so wie früher. Ne? Also muss man schon auch sagen. Nächster Schritt, wir schauen uns Britta an. Britta Schell bei Essen, eine Künstlerin vom Spielertyp her. Die hatte sie eben schon erklärt, man braucht auch Effenbergs in seiner Mannschaft, aber anscheinend auch Brittas. Und wir sehen so die einzelnen Werte. Wie alt sie ist, rechtes Mittelfeld spielt sie, hat Neben- und Hauptpositionen, denen man sie trainieren kann. Und bestimmte zentrale Werte, ihre allgemeine Spielstärke, dann daneben aktuell Kondition, Frische. Und kann sie ein bisschen verfolgen und wie sie sich so entwickelt. Und kann schauen und kann sie quasi begleiten in ihrer Entwicklung. Genau, wir haben auch, also wenn man jetzt das DLC hat, dann sind natürlich dann auch die lizenzierten Spieler hier und Spielerinnen. Und dann haben wir ganz oft auch entsprechend Ganzkörperfotos zum Beispiel und schöne Porträts und solche Dinge. Mhm. Und das macht dann natürlich nochmal was mehr her. Aber man sieht hier, die Fähigkeiten sind dann zu den entsprechenden Körperteilen dann auch zugeordnet, sodass das dann auch einen Sinn ergibt, dass da halt ein Foto dann auch ist. Und ansonsten ist sozusagen hier alles auf einen Blick. Man kann oben dann noch Saison- und Karrieredaten abrufen. Dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter und schauen uns die Mitglieder an. Heutzutage leben ja angeblich die Fußballvereine wirtschaftlich nur noch von den Fernsehverträgen, vom Marketing und anderen Geschichten. Aber wir haben tatsächlich noch Leute, die sich ganz normal mit unserem Verein identifizierende Mitglieder sind. Und die wollen wir auch ein bisschen verhätscheln, Gerald.
Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Da kann man jede Menge Sachen für die Werbung und auch auf Dauer machen, damit die dann auch zufrieden sind. Und ich glaube, das ist für viele Vereine schon ein großer Faktor. Also durchaus. Und die Zahlen sind ja teilweise extrem hoch. Also. Wir können anstellen, dass sie eine Viertel, dass sie eine Vereinszeitschrift nach Hause geschickt bekommen oder ein Kids-Club-Paket können sie erhalten, Rabatt für die zweite Mannschaft, viele andere Dinge, dass sie zu Auswärtsfahrten mit hinkutschieren oder ihnen Geld dafür geben, fürs Ticket oder was auch immer. Das haben wir uns alles nicht ausgedacht, das gibt's alles wirklich. Also wenn man in Köln zum Beispiel, wenn man ein Papa wird, dann gibt's eine Kuscheldecke vom FC Köln, ob man will oder nicht, zumindest damals. Also konnte jetzt nicht so viel mit anfangen, aber ist trotzdem nett. Ein Schritt weiter, wir sind jetzt, sind wir immer noch im Symbol? Ah nee, das ist ein anderer Verein, das ist jetzt Bavaria München und Gelsenkirchen, aber sieht sehr ähnlich aus, sind einfach nur andere Mannschaften, glaube ich. Dann nochmal eins weiter, jetzt sind wir in der Wochenplanung drin, Gerald. Das sind die Tasks, die Aufgaben, die wir erledigen müssen. Genau, das ist jetzt so ein typischer Bildschirm, der zeigt, wenn die Assistenten einem Vorschläge machen und dann kann man die annehmen. Einfach draufklicken in den Terminplaner. Und wenn man gar keine Lust auf die ganzen Dinge hat, dann kann man unten auch alle Muss oder alle überhaupt vorgeschlagenen Termine einfach mit einem Klick annehmen und dann werden die im Wochenablauf dann halt abgearbeitet. Mhm. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter und schauen uns das nächste an. Und ein Vorgespräch führen wir mit Emilka Pakulska, einer Spielerin. Das heißt, es geht noch nicht um den Vertragsabschluss, sondern wir wollen erstmal jemanden kennenlernen und mal so ein bisschen vorfühlen und abtasten. Klappt das mit einer Vertragsverhandlung? Macht das Sinn, da mehr Zeit zu investieren beispielsweise? Genau, das ist so der erste Kontakt. Und einziger Effekt ist sozusagen, dass man, wenn man das gemacht hat, sich die Mühe gemacht hat. Entweder weiß man das so, kannst es gleich vergessen, oder aber es gibt einen entsprechenden Verhandlungsvorteil, den man dadurch sich halt verschafft, indem man sich einfach schon mal vorab gekümmert hat. Kann ich unbegrenzt viele solcher Gespräche führen? Oder wir hatten ja eben schon angeschaut, dass ich selber als Person, als Manager, Trainer, was auch immer, dass ich auch einen Frische oder einen Gesundheitswert habe. Wenn ich zu viele von diesen Terminen mir auf einen Tag drauf ballere, bin ich dann irgendwo K.O. und schränkt mich das ein? K.O. und ich kann vor allem nichts anderes machen. Es ist ja jetzt sicherlich nicht sinnvoll, alles in die Vorgespräche zu stecken, aber mit so 10 Spielern oder sowas sollte man das vielleicht schon machen. Habe ich denn wirklich einen simulierten Tagesablauf, also einen kleinen Terminkalender, wo ich dann sagen kann, so, ich habe nur 10 Slots pro Tag, wo ich irgendwas machen kann. Dann muss ich Schwerpunkte machen, mache ich Training, 8 sind es. Da kann ich mir aber das Training wird zeitlich angerechnet, also man sollte nicht 8-mal irgendwas durchgehend Termine ausmachen. Sonst ist das eine sehr anstrengende Woche. Das heißt, ich selber und meine Zeit bin eine limitierte Ressource. An den anderen Strategiespielen gibt es Holz und Nahrung und Geld und Forschungspunkte. Und hier gibt es halt die Zeit, meine Zeit als Spieler, als Ressource, mit der ich haushalten muss. Finde ich eine interessante Sache. Nächster Schritt, Vereinsverhandlung. Jetzt geht es aber nach dem Vorgespräch wirklich zur Sache, Gerald. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel für eine Leihverhandlung. Und wir haben es, glaube ich, mit den entsprechenden Verhandlungsparametern nicht übertrieben, aber schon die wichtigen Dinge sind schon da. Und ich glaube, das ist was man relativ schnell dann spielen kann. Da klickt man halt seine Werte, sein Angebot an, macht unten verhandeln und sobald man irgendwie klargekommen ist, akzeptiert man rechts unten und dann wird das Ding unterschrieben und fertig. Braucht man eine Kaufoption ein, beispielsweise zu einem festen Preis, dann muss man vielleicht weniger Grundgehalt zahlen. Kann man da auch über Prämien konkret hier zum Beispiel spekulieren, verhandeln? Jetzt hier mit dem Verein, später dann mit dem Spieler gibt es Einstellmöglichkeiten. Im Chat wird wiederholt Gerald nach dem Thema Spielerberater gefragt. Gibt es die bei euch? Ja, manchmal tauchen die auf bei den Verhandlungen. Der Dirk Winterlich, der für die Halbzeitansprachen zuständig ist bei uns, der ist jetzt Spielerberater geworden und der spricht dann auch Kommentare dazu. Also der bietet die Spieler dann auch an. Und wir hoffen, dass es lustig ist. Da wurde mir im Chat auch die ganze Zeit nachgefragt, welche Rolle spielt Humor in dem Spiel, weil gerade in der Anschlussreihe war das ja ein großes Thema, dass man sich zwar ernst, das Thema Fußball ernst genommen hat, aber sich selbst nicht immer. Dann viele so kleine witzige Elemente drin. Wie ist das hier in dem neuen Spiel?
Ja, immer wieder. Also es gibt viele Bereiche, wo wir versuchen, dann noch ein bisschen das aufzulockern und Sachen halt aufzugreifen. Das fängt an mit den Halbzeitdingern, das fängt an oder geht weiter mit dem Spielerberater-Thema, mit den Fan-Kommentaren, auch mit dem Spiel, das da kommentiert wird, ist auch immer ein bisschen lustig. Teilweise weiß man natürlich nicht, wie das ankommt, aber wir haben uns im Herbst letzten Jahres hingehockt und haben über 100 Mal sozusagen uns ausgedacht, wie ein Trainer seine Mannschaft motivieren könnte. Und haben dann alles Mögliche gemacht, dass der Tiere mitbringt, Adler, Krokodile, dass er einen Knallkörper reinwirft, um die aufzuwecken. Alles Erdenkliche. Er nimmt so einen kleinen Mixer mit und rührt Beton an, damit die kein Gegentor in der zweiten Halbzeit kriegen. Das mit dem Adler ist ja ernst, ne? Das gab es ja wirklich mal bei Eintracht Frankfurt, ja. Dass ein Trainer einen Adler mit reingenommen hat. Der Adler ist halt das Wappen und Wahrzeichen von Eintracht Frankfurt, in der Kabine reingeguckt hat, um die zu motivieren. Das mit dem Krokodil wäre mir jetzt ein bisschen neu, aber vielleicht ist es ja ein interessanter Gedanke. Vielleicht passiert das ja auch mal. Ja, wir haben auch einen Skorpion. Der Skorpion ist hart, der haut dann ab. Oh Gott, wie furchtbar. Der versteckt sich dann hinter dem Spind und der Torwart will dann noch lässig seine Handschuhe mitnehmen und dann verbietet er ihm das. Natürlich. Einen Schritt weiter. Wir sind nicht beim ersten FC Köln, wir sind beim Primera Köln. Es gibt, wie gesagt, alle, die später reingekommen sind, zwei Versionen. Es gibt eine etwas teurere für den deutschsprachigen Markt. So kann man das, glaube ich, also so eine Art Grundspiel plus DLC, könnte man sagen, Gerald, mit den Originallizenzen für den deutschen Raum, für nicht alle Ligen, aber für die obersten Ligen, Frauen und Männer ebenfalls, und eine internationale Version. Da wird ein Editor mitgeliefert für die internationale Version, für die deutsche natürlich auch. Wie der funktioniert, zeigen wir euch gleich auch noch. Jetzt bekommen wir eine Transferanfrage rein, Gerald. Genau, das kommt ständig, wenn man nicht irgendwie Spieler hat, die niemand möchte, aber ansonsten kommen Anfragen, kann man dann einfach sagen, ablehnen oder annehmen. Wenn man annimmt, dann gibt es eine Verhandlungsrunde. Ganz einfach. Und am letzten Tag, am Deadline-Day, gibt es natürlich dann nochmal mehr. Dann gibt es so einen ganzen Tag, wo das so abläuft. An dem Tag, wo die Transferfrist ausläuft, das Transferfenster. Termin bei der Managervermittlung. Ach, sag mal, das heißt, man eventuell, wenn ich erfolgreich bin, reißt man sich um mich. Da kommen Angebote rein von höherstufigen Vereinen und sagen, hey, da hat er bei der dritten Liga ganz gut gewirtschaftet und gespielt. Jetzt hätte ich den gerne ganz oben, also in der zweiten Liga zum Beispiel. Ja, also die melden sich dann schon. Muss man halt dann entsprechend reagieren. Und die ganze Zeit wechseln ist jetzt auch keine gute Idee, aber wenn das attraktiv ist, dann sollte man das schon machen. Wenn so eine Saison hier im Real Life vorbeigelaufen ist, wenn wir im Jahr 2022 ankommen, dann will man nochmal eine Partie starten und will eigentlich mit den richtigen Mannschaften weiterspielen und mit den richtigen Werten, dann ist das die 21er, 2021er Version. Gibt's das sowas? Also aktualisiert sich das Spiel weiter? Wie macht er das? Also was jetzt DLC-technisch zum Beispiel schon mal passiert ist, dass die nächste Saison ist vollständig gecovert. Das heißt also, es gibt dann mit den neuen Daten automatisch ein Update, das dann einfach im Hauptmenü verfügbar wird, sobald quasi die entsprechenden Medientage stattgefunden haben bei den Vereinen, die Spieler alle neue Fotos haben und alles. Sobald das der Fall ist, dann würden wir das auch aktualisieren und das ist dann einfach im Preis quasi des Ersten schon drin und dann hat man die zweite Saison auch. Im Editor ist das ja einstellbar. Das heißt, ich gehe plus 1 beim Jahr und dann simuliere ich die nächste Saison. Oder auch plus 2. Jetzt sind wir mal aber man muss schon klar sein, dass das Arbeit ist. Ne? Also da müssen Leute dann wirklich tätig werden und richtig fleißig sein. Und dann ändert sich natürlich alles mit den ganzen Laien und Vertragsdauern und allem Möglichen, muss alles aktualisiert werden. Das ist dann schon ein Schritt, den man dann persönlich für sich so machen muss. Aber das Tool gibt das her. Also es war für uns ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, es ist ein Jahr und danach ist das alles Ding, sondern man kann dann ein Jahr hochschalten, dann schwenkt das Spiel ein Jahr später. Im Chat wird von Cicero beispielsweise gefragt, ob das Spiel über mehrere Jahre hinweg mit Updates betreut wird. Also gemeint sind vermutlich mal nicht nur Updates von Spielmechaniken, Bugfixings oder ähnliche Geschichten, die gibt es ja immer Fehler bei jedem Spiel, sondern es geht darum, ob ihr selber diese Datenbanken aktualisiert oder ob das dann halt die Fans machen. Naja, Datenbank ist ja jetzt erstmal, unsere Datenbank ist ja generisch quasi, bis auf die lizenzierten Ligen. Für die lizenzierten Ligen ist ja klar, solange diese Lizenz eben ist, wird es aktualisiert und das ist jetzt in diesem Fall konkret für diese und nächste Saison.
was unsere Weiterentwicklung des Spiels betrifft, das wird sich jetzt alles entscheiden. Ich meine, für uns ist das jetzt nach 3 Jahren Arbeit der 10.6. ein wahnsinnig wichtiges Datum. Wir lieben unsere Arbeit und wir haben total Bock drauf. Und das hängt jetzt einfach davon ab, ob das ankommt bei den Spielern. Das ist ganz einfach. Verkauft es sich, wird es geliebt, wird es geschätzt, das Spiel, dann gibt es eine Fortsetzung. Ansonsten muss man gucken, wie es weitergeht, wie bei jedem anderen Spiel auch. Das ist, glaube ich, ganz normal. Also da unterscheiden wir uns von anderen Teams. Geht es um das Thema Vertragsverlängerung, Gerald? Genau, also das sind jetzt so die typischen Spielerparameter quasi, die man bei den Vertragsverhandlungen hat. Also wie lange das Ganze dauert, ob es Handgeld, Grundgehalt und so weiter irgendwas gibt oder was es an Grundgehalt gibt. Ob es Prämien gibt, ob der Vertrag aufgelöst wird beim Abstieg, solche Dinge. Nächster Schritt, Stufenänderung, Update für uns oder für die Torwartin, für die Torfrau? Für die Torfrau. Die hat sich verbessert. Ja, aber wir verbessern uns dadurch auch, glaube ich, ne? Weil uns das als Erfolg angerechnet wird. Genau. Also für uns ist das auch gut. Wir kriegen auch ein bisschen. Wir kriegen so einen Managerpunkt und damit steigen wir irgendwann auch auf. Aber ein Managerpunkt ist jetzt nicht so viel. Okay. Ein Aktionspunkt ist viel. Ein Managerpunkt. Und mit die Managerpunkte kann ich damit in meinem eigenen Skilltree umsetzen, dass ich mir irgendwann eine Fähigkeit an Land hole, mit der ich besser bin im Training oder bei Verhandlungen oder ähnliches? Genau, wir sehen oben unter dem Namen, sehen wir so kleinen grünen Balken. Was auch immer, welche Farbe der jetzt hat. Blau sieht er aus, blau-grün. Blau sieht er aus, er ist blau, okay. Und dieser Balken gibt an, wie weit wir sind beim Fortschritt. Das ist ein Gerald Köhler Fortschrittsbalken. Genau. Ich bin also ganz am Anfang von Stufe 4 auf Stufe 5. Ja. Die Frage kommt gerade nicht im Chat auf, aber ich denke sie mir gerade aus. Du persönlich als Spielentwickler, auf deiner persönlichen XP-Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich in deinem zarten Alter, ich glaube von um die 50, ne, mittlerweile anordnen? 52. Und 1 bis 10, wo bist du angelangt? Wie viel XP hast du gesammelt? Wo hast du sie vor allem eingesetzt bei der Spielentwicklung? Wo hast du denn XP investiert, wenn du mal auf dich selber drauf guckst? Also ich habe hoffentlich beim Thema Bedienung ein paar XP investiert. Also, dass man das Spiel möglichst sofort bedienen kann. Das heißt, da hast du gelernt, findest du im Nachhinein und denkst, ja, früher, das muss man erstmal lernen über Erfahrung und das kann ich jetzt besser als damals und davon profitiert das Spiel jetzt auch. So verstehe ich das jetzt. Ja, also früher, ich meine, es war natürlich auch früher ein Platzproblem auf dem Bildschirm, das darf man ja auch nicht vergessen. Früher war, gerade für Manager war das ja viel härter, weil einfach man nichts ausgeben konnte. Wenn man eine Tabelle hatte, dann war der Bildschirm voll und das fing, ich hatte ja Glück mit dem Atari damals als allererstem System, wo das schön unterstützt wurde. Und aber wenn man dann halt gesehen hat mit entsprechend kleinen Auflösungen, ist halt schwierig. Dann muss man halt viele Sachen irgendwie sich übermerken, wenn man auf einen neuen Bildschirm geht und man muss sehr darauf achten, dass man alles noch im Kopf hat und wenn man das nicht hat, dann muss man wieder zurückgehen und nochmal gucken. Also deswegen ist jetzt natürlich schon die Möglichkeit, dass alles sozusagen auf dem Bildschirm an Informationen dann noch da ist, die man gerade braucht. Und da sind wir natürlich immer noch dabei, irgendwas besser zu machen, aber das ist zum Beispiel eine wichtige Sache und auch gerade, dass es halt dass man irgendwie mit dem Spiel klarkommt sofort und loslegt und ich hoffe, dass das den erfahrenen Managerspielern dann auch gelingt, dass das halt jetzt nicht so eine riesige Lernkurve hat, sondern dass man einfach mit Freude los. Fähigkeiten werden entdeckt, das heißt, mitunter gibt es auch dieses Zufallselement ein bisschen, auch wenn dahinter berechnete Wahrscheinlichkeiten sind. Und man entdeckt dann plötzlich beim Skilltree seines Spielers irgendeine Eigenschaft, die in ihm schlummerte. Ja. Jeder Spieler ist individuell und da sollte man dann schon gucken, was, also es geht ja relativ zügig dazu gucken, aber man sieht in die Zukunft, was der noch lernen könnte oder sie. Und dann wählt man das quasi aus und kann dann beim nächsten Mal das machen, was auch gut ist. Also es ist nicht immer die erste Option, die man wählen sollte, sondern man muss auch gucken, was kommt danach. Noch eins weiter, das sieht hier an einem anderen Beispiel auch so aus. Das heißt, wenn man die mal miteinander vergleicht, die sind halt wie ein Fußball aufgebaut. Das ist kein Tech-Tree, das ist mehr so ein Tech-Web, glaube ich, wo es mal von innen nach außen hingeht. Und es gibt
ein Fog of War quasi. Ein Kriegsnebel im Skilltree. Ich muss ahnen, was da irgendwann ist. Wie sich das so weiterentwickelt. Ist das zufallsgesteuert oder hängt das davon ab, in welchem Mannschaftsteil jemand spielt? Das auch, aber der Stand ist erstmal zufällig. Also natürlich mit ein paar Parametern, aber das ist dann für den Spieler quasi für seine ganze Karriere quasi die Basis. Und auf der kann er dann arbeiten. Und je nachdem, wie talentiert ein Spieler ist, gibt es dann auch mehr oder weniger große Bäume. Ne? Also hier sieht man ja schon, dass es so ein bisschen mehr. Und gibt auch Spieler, die dann alles ausfüllen und alle Möglichkeiten bieten. Aber dann braucht er auch ein entsprechendes Talent. Nächster Schritt. 2 Tage noch, Gerald, bis zum Supercup. Dann müsste er topfit sein. Sag mal, wenn diese Super League jetzt doch eingeführt worden wäre, vor ein paar Wochen war die große Diskussion, hättest du da mal abgesehen davon, nicht nur als Fußballfan, jetzt auch als Entwickler, aufgeschrien und gedacht, um Gottes Willen, jetzt habe ich Jahre der Entwicklung reingestellt in ein Spiel und jetzt hauen die mir plötzlich alles weg und die Mannschaften, die Top-Mannschaften brechen raus und haben jetzt ihre eigene Super League. Dass du doch sicher, als du das gehört hast, für ein paar Stunden zumindest, bis das wieder abgeblasen worden bist, deine Schreibtischkante gebissen. Ja, hab ich. War furchtbar. Also insgesamt, das war eine totale Ding ausgelöst. Also mir, das gibt's gar nicht. Aber ich bin auch total überrascht worden, wie schnell das dann sich wieder erledigt hatte. Also ich hätte gedacht, dass das schon ein zähes Ringen wird, aber war es nicht. Mal eins weiter, nächster Schritt. Wir sind wieder in unserer Zentrale. Wir sind ja eigentlich schon seit 20 Jahren, glauben wir dran, dass das passiert. Also es wäre jetzt, auch wenn es überraschend zu dem Zeitpunkt kam, dass das Ganze schwelt, ist ja klar. Das ist schon... Da haben wir schon viele Jahre Sorge vorgehabt. Wer weiß, ob es nicht auch irgendwann sowieso kommt, wie bei anderen Sportarten auch, aber wir hoffen mal, dass das noch ein Weilchen dauert. Jetzt sind wir wieder in der Zentrale angelangt. Die kennen wir auch schon von Beginn unserer Präsentation. Mittlerweile hat sich vieles getan. Ich glaube, wir spielen mittlerweile auch international, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, der Grund, warum dieser Screenshot da ist, ist die Zeitbeschränkung rechts unten. Und das war auch der Screenshot. Vorher war ja ein Multiplayer-Shot, wo man sieht, wie im Wochenablauf das mit Multiplayer funktioniert. Nämlich, dass praktisch ein Spieler oben ist und einer unten. Und dann gleichzeitig die Ereignisse eben im Wechsel, je nachdem, also gleichzeitig angezeigt werden und im Wechsel dann aufgehen, sodass dann die Spieler dann entsprechend ihre Aktionen durchführen können. Da kommen reihenweise schon die ganze Zeit Fragen rein zum Thema Multiplayer. Was für Multiplayer-Modi gibt es? Kann ich übers Internet mit Freunden, mit Unbekannten spielen? Gibt es einen Hotseat-Modus? Wie sieht das aus? Was habt ihr? Hotseat und Steam-Remote Play. Für wie viele Leute? 2. Immer 2. Einen, mit dem ich mich battle. Und man sieht jetzt rechts unten, man kann so eine Zeitbeschränkung machen und dann gibt es eine kleine Strafe, wenn diese Person zu lange braucht. Nichts Schlimmes, nichts Spielentscheidendes, aber eine kleine Erinnerung, sich doch ein bisschen zu beeilen. Also, weil wir glauben halt, mit 2 Spielern ist das okay. Also dann, das macht Spaß. Wenn man jetzt auf den 3. warten müsste, irgendwann. Also ich vermute, wenn es irgendwann mal bei euch eine Virtual Reality Variante gibt mit Datenbrille, das vielleicht hat man dann auch die Möglichkeit, je nach Schwierigkeitsgrad einzustellen, ob bei Zeitüberschreitung im Multiplayer-Modus alternativ entweder stroposkopisches Licht über den Bildschirm flackert oder man über die Maus einen kleinen Stromschlag erhält. Nur als kleine Idee für die Zukunft, für künftige Features. Ja, Stromschlag ist super. Ja. Sobald das geht. Sehr gern geschehen. Ich habe gerne diese Idee beigesteuert. Mein krankes Gehirn brütet manchmal solche Dinge aus. Ein Schritt weiter, wir wollen ein Freundschaftsspiel vereinbaren. Ich weiß, der Sprung ist abrupt vom Thema Stromschläge zu Freundschaftsspielen. Sowas geht auch. Warum mache ich das? Freundschaftsspiele. Ja, damit sich die Mannschaft einspielt, damit Leute einfach auch mal zeigen können, was sie so drauf haben. Gibt es bestimmt viele Gründe, auch mal einfach ein bisschen Belastung. Und das Feature ist, glaube ich, sehr einfach. Man kriegt eine Liste und sucht sich die Mannschaft aus, gegen die man gerne spielen möchte. Und gegen man an dem entsprechenden Tag dann auch Zeit hat. Vielleicht auch ganz am Ende einer Saison, wenn man merkt, ich habe schlecht gewirtschaftet oder ich bin ein Unterliga-Verein, einer unteren Liga, dass man gegen irgendeinen großen, dicken Gegner nur antritt und ein bisschen Ticketeinnahmen kassiert. Dann kann man auch ein Trainingslager auswählen. Ich vermute mal in verschiedenen Stufen. Je toller, je mehr Fortschritte ich bekommen kann für meine Spiele, desto teurer. Da gucke ich, dass es irgendwie passt und dass es klappt. Genau. Kann man dann die Anzahl der Tage einstellen, dann wird es im Kalender vermerkt und dann
kriegt man entsprechenden Trainings- und Fokusvorteil. Nächster Schritt, Dauerkarten. Das heißt, wir kommen wirklich jetzt auch in Manager-Part rein, wo man dann spekulieren kann. Zum Beispiel war ich sehr erfolgreich in der letzten Saison, habe ich einen tollen Lauf, dann kaufen die Leute eher Dauerkarten. Kann ich mutmaßen, die Saison wird nicht so gut, dann verkaufe ich eher viele Dauerkarten, sicher ist sicher. Dann ist es vielleicht weniger, wenn ich denke, die Saison komme ich groß raus. Man kann ein bisschen pokern, kann sich überlegen, habe ich ein kleines Stadion, habe ich ein großes, wie viel Rabatt soll ich anbieten? Kennt man von früheren Spielen auch schon, ne? Ja, also es ist halt Standardentscheidungen, die man einfach treffen muss als Manager. Und wir verstehen uns als Manager hauptsächlich. Und deswegen haben auch diese Finanzsachen auch einen relativ großen Stellenwert bei uns. Das heißt, das sind zum Beispiel auch so Sachen wie Fananleihen oder dass man Teile an irgendwelche Großsponsoren oder Aktionäre verkaufen kann oder Börsengang oder sowas. Das ist alles auch möglich. Und man kann auch im Editor schon zum Beispiel für bestimmte Clubs dann sowas einstellen. Also man kann dann Anteile vergeben praktisch an Unternehmen oder Einzelpersonen und die greifen dann auch im Spiel ein und machen dann ein bisschen Druck oder freuen sich an den Erfolgen und spendieren einem noch ein bisschen extra Geld. Auch die Eintrittspreise können wir einstellen für verschiedene Stufen, Stehsitzplätze, Logen. Wir können das Stadion auch ausbauen. Legen hier die Eintrittspreise fest, können ein bisschen pokern, wie viel wir. Kann das auch dazu führen, dass wir uns unbeliebt machen bei den Fans, bei sehr hohen? Ja, wenn man was einstellt, dann sieht man dann im Smiley, ob das jetzt gut war oder schlecht. Hier sehen wir also nur bei den Fans, finanziell ist es was anderes. Nächster Punkt, Pokalauslosung steht an. Mal gucken, ob wir Glück haben oder nicht. Das läuft anscheinend live ab, ne? Dass wir live zugucken können. Genau, das ist so animiert, kann man zugucken. Kommt immer so eine Lostrommel, kommt so ein Ding raus und kommt nach vorne und öffnet sich. Kann man wahrscheinlich auch überspringen. Hin und wieder kommt auch eine Zeitungsschlagzeile rein und berichtet uns über irgendwelche Dinge aus dem großen Leben. Von den internationalen Märkten. Vielleicht können wir auch etwas über uns selbst dann lesen. Genau, da wird man auch mal bedacht. Und hin und wieder feiern wir auch Erfolge. Die feiern wir, dann bekommen wir Managerpunkte, verpasst haben, den ersten großen Titel bekommen. Mit Bayern München vielleicht nicht so eine große Herausforderung als mit anderen Vereinen. Und dann, komm mal, was passiert denn da? Oh Gott, grobes Foulspiel, rote Karte für einen unserer Spieler. Sportgericht tagt. Genau, Sportgericht und wie immer die Möglichkeit quasi, die die Vereine halt auch haben, erheben sie Einspruch, ja oder nein. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Wie oft darf man das machen? So Querulanten mögen die, glaube ich, auch nicht. Im Chat wurden wir eben, Gerald, mehrfach gefragt nach den Themen. Gibt es Schiedsrichter-Fehlentscheidungen? Gibt es Doping? Gibt es irgendwelche spektakulären, halbkriminellen Geschichten? Kein Doping. Nein. Nein. Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, klar. Video, Assistent, ja. Man kann auch ein bisschen was machen, was zumindest ein bisschen unfair ist. Oder man nutzt was aus. Aber man wird auch bestraft. Aber das sehen wir auch gleich noch. Gucken wir mal eins weiter, was jetzt noch kommt. Nächster Schritt, wir haben einen neuen Jugendspieler entdeckt. Das ist ja immer eine Sache, die vielen Fans dieser Spiele besondere Freude bereitet. Dass man, wenn man einen Verein sehr lange aufbaut, wenn man Jugendspieler früh rekrutiert, durch die verschiedenen Jugendligen und Altersstufen hindurchbringt und irgendwann die Leute noch einsetzen kann in der ersten Mannschaft, die sich dann weiterentwickeln, groß rauskommen. Das kann ein tiefes Gefühl von Freude bereiten. Wie macht ihr das hier? Also es gibt zwei wichtige Sachen. Das erste ist, dass man den Namen eintragen kann. Also ich kann meine Freunde da eintragen und dann werden die Jugendspieler quasi. Das kann ich direkt so im Geschehen machen. Und das zweite ist, ich habe eine gewisse Kontrolle über die Eigenschaften dieser Spieler. Das heißt, ich kann unten auf diese Icons klicken und dann werden die ausgetauscht und ich kann das mehrfach machen und auf die Weise praktisch mir einen Spieler auch erzeugen im gewissen Sinne, der dann auch für mich passend ist oder vielleicht auch zu der Person passt, die ich oben eingetragen habe. Und wenn ich das nicht möchte, dann einfach OK klicken. Dann kommt der Spieler so, wie er normalerweise gekommen wäre. Nächster Schritt, eins weiter. Und hier sind wir bei dir selber, ne? Ja, hier habe ich einen Nervenzusammenbruch. Das war wahrscheinlich nach dieser
Superliga, ja. Wie furchtbar! Wir hatten das eingangs erklärt, man kann bis zu 4 Fotos von sich selber machen für 4 bestimmte Stimmungen und das ist der Ausdruck, den man selten von bei sich sehen möchte. Tiefe Verzweiflung, die geht es richtig schlecht. Die kann man dann selber hochladen, die Fotos und einbinden. Deine Beliebtheit beim Präsidium war hier in dem Spiel. Ist das ein eigenes Safe-Game, das du dir selber erspielt hast? Ja, ich habe simuliert. Okay. Und da nichts gemacht wurde an manchen Stellen, ging es bergab mit mir, wie man sieht. Ganz, ganz grausam. Das kann alles im schlimmsten Fall passieren. Sag mal, kann man sich denn seinen eigenen Ruf ruinieren, sodass dann ein künftiger Verein sagt, nee, komm, da hat sich ein Trottel aufgeführt, ich will den nicht verpflichten. Ja, man übernimmt einen Teil dessen, was man beim alten Verein gut oder schlecht gemacht hat, natürlich mit. Auch wenn es schlecht war, dann startet man halt natürlich mit geringeren Werten. Insbesondere, wenn man gezeigt hat, zum Beispiel Öffentlichkeit oder das ändert sich ja sowieso nicht, aber wenn man bei Mitarbeitern oder Spielern unbeliebt war, dann nimmt man einen Teil mit. Es gleicht sich ein bisschen an, aber ist negativ. Kann es sein, dass wenn ich richtig mies wirtschafte, trainiere und eine Misserfolgspleite oder eine Pleite nach der anderen habe, dass der Verein dann sagt, ja, Köhler, beziehungsweise ja, Herr Writing Bull, sehr schön, dass Sie hier gearbeitet haben, da vorne ist die Tür. Ja, kann man mit oder ohne spielen, aber wenn das Präsidium einen gewissen Wert dann unterschreitet, ist man weg. Kann man sich als Option anklicken, dass man feuerbar ist? Man kann aber auch sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, das Spiel kann man auch anpassen. Mhm. Ja, machen wir eins weiter zum nächsten. Arbeitslosigkeitsbildschirm und dann kann man einstellen, welche Jobangebote man akzeptiert. Und dann gibt es halt da vermehrt Angebote aus den entsprechenden Kategorien. Kann ich auch eine Liga mehr auswählen. Und Das heißt, ich kann Fahnenflucht betreiben. Den nächsten Schritt, Fähigkeiten, das sind die Sachen, wo du selber deinen eigenen Skill-Tree hast oder dein Skill-Web, dein Skill-Netz und sagen kannst, wo ich mich verbessere, wo du deine XP investierst. Das ist ja eigentlich gerade eine geile Idee gewesen, dass man, wenn man ins Ausland wechselt, dass man praktisch dann diese Effekte nicht so stark hat. Oh. Sozusagen nicht Flucht und dann ist das alles wieder besser. Ja. Und man kann wieder, da kennen die einen nicht. Das ist wirklich eine coole Idee. Ja, das ist super. Das ist kam die Idee gerade im Twitch-Chat rein? Nee, die kam gerade von dir. Ich habe die gerade gehabt. Oh Gott, habe ich das wirklich gesagt? Manchmal zuckt mir das. Manchmal rede ich schneller, als ich denke. Ich bitte herzlich um Entschuldigung. Das passiert mir manchmal. Das muss ich mir nachher in der Aufzeichnung mal anhören, was ich da selber vor mich hin erzählt habe. Das ist dein XP-Baum. Wir machen schnell einer weiter, bevor es für mich noch peinlicher wird. Das ist dein Netzwerk. Du hast Kontakte. Du knüpfst Kontakte, Gerald. Ja. Also mit jeder Aktion, jedem Transfer, jedem Gespräch, jedem Match, jeder Beobachtung erweitert sich dieses Netzwerk praktisch und sorgt dann dafür, dass meine Scout-Ergebnisse schneller kommen und ich besser abschneide dann dort. Mhm. Also es geht am Anfang recht schnell, aber dann wird es natürlich auch speziell. Noch eins weiter. Ein Vertragsangebot kommt rein. Man würde dich gerne verpflichten. In der französischen Liga, wie viele Ligen sind denn in der internationalen Version drin enthalten? Aus wie vielen Ländern? Es sind so gut 30 Ligen. Und gut 20 nochmal bei den Frauen. Mhm. Eben wurde im Chat auch mal gefragt, ob man als Trainer wechseln kann von Frauen in den Männerbereich und zurück. Nee, das muss man gleich am Anfang festlegen. Einmal entschieden und dann ist das. Aber jetzt, was wir hier sehen, ist so ein Angebot nach meiner Katastrophensaison, wo ich dann auch gefeuert worden bin, wo ja vorhin dieser Screenshot entstanden ist. Und jetzt habe ich so ein Angebot halt aus Frankreich. Die wollen mich noch, ansonsten niemand. Und immerhin meine Co-Trainerin kann ich mitnehmen. Was machst du denn am Schluss deiner Karriere? Gibt es dann so ein Feature, wo die angezeigt werden? In der Vitrine stehen Pokale, diese Villa habe ich mir gebaut oder diese Golfschläger stehen in der Ecke? Ja, es gibt auch einen Bildschirm, der dann anzeigt, wie das Leben weitergegangen ist, quasi für alle Beteiligten. Also in deinem Team auch, welche Spieler, was aus denen geworden ist quasi. Cool. Es ist so ein bisschen so 6 Feet Under-mäßig am Ende. Mit der Sonderfolge am Schluss, wo man sehen kann, wer in welchem Sportwagen dem Horizont in die untergehende Sonne entgegenfährt. Ganz genau, ja. Das ist ja cool. Wir machen mal eins weiter. Und schauen, das ist das Vereinsgelände in 3D. Satte Ansicht. Magst du mal erzählen, was wir da alles sehen? Das ist ein schon recht großes Gelände. Also hier sind die ganzen Trainingsplätze. Es gibt Fußball-Tennisplätze, Jugendinternate,
Trainingshallen in verschiedener Art und Weise, mit Unterdruck und ohne. Es gibt ein Vereinszentrum an sich, das kann man dann auch so mit verschiedenen Stufen, also Etagen ausbauen. Es gibt Schwimmbäder, Operationszentren und medizinische Geschichten, Parkplätze, Straßen. Man kann das dekorieren mit ganz vielen verschiedenen Vereinssachen. Ja, es wird jahreszeitlich sich dann verändern. Oh. Wenn es schneit, liegt Schnee. Wenn es regnet, dann sieht man das auch. Ganz viele Dinge. Es ist auch ein bisschen was in Bewegung oder verändert sich, gibt was zu entdecken. Das ist was, womit wir sehr gerne spielen und was wir sehr gerne auch immer wieder ausbauen und uns dann neue Sachen natürlich überlegen. Aber es gibt erstmal eine Masse von Zeug, mit dem man da schon mal starten kann und kreativ sein kann. Und Habe ich selber gebaut. Ja. Sehr cool. Sag mal, gibt es denn selber für uns auch als Trainer oder Manager, erste Frage, gibt es für uns einen Wohnplatz hier vor Ort oder gibt es zumindest einen Präsidentenpalast und als dritte Stufe vielleicht eine Statue, die man uns baut am Schluss unserer Karriere? Ja, es gibt einen Präsidentenpalast, also einen Präsidentenvilla heißt das. Das ist so ein Ding, was man bauen kann, um seinen Kopf zu retten, wenn es ganz fies steht. Kann man aber nur zweimal machen. Einmal mit 10, einmal mit 20 Punkten und kann dann dem Präsidenten was Gutes tun. Das mit den eigenen Sachen, das ist so eine Sache für die Zukunft. Wenn das gewünscht wird, dann machen wir das einfach. Das ist, ist immer schön, wenn man dann so eine schöne Villa sich hinstellt und dann alle möglichen Hobbys, was weiß ich, einen Reitstall oder so eine Golftrainingsanlage oder so kann dazu bauen. Aber das ist jetzt in der Version nicht drin. Aber Präsidenten will ihn schon. Das Vereinsgelände von Preußen-Dortmund, eine andere Ansicht. Und hier sehen wir auch, jetzt glaube ich, etwas dunkler und Nacht kehrt ein. Und das hier, was ist denn das für ein schickes Gebäude hier vorne? Der Hubschrauberlandeplatz dahinter. Ja, das ist für die medizinische Abteilung. Hm. Das ist das Restaurant, da hinten ist medizinisch. Und wir haben geguckt, dass dann auch die Gelände viele auch den sportlichen Teil natürlich entsprechend berücksichtigen und dass auch viele Trainingsplätze nötig sind. Das sieht echt hübsch aus. Das ist auch total motivierend, das auszubauen. Kann ich die freisetzen, die Gebäude? Oder habe ich ein vorgefertigtes Layout? Nee, gibt es so einen Editor und kann man das bauen. Also so ein 2D-Editor, den wirklich jeder auch dann auch bedienen kann. Ich würde sagen, ab 6 Jahren haben wir das getestet, funktioniert das. Kann man Gebäude setzen und loslegen. Ganz beliebig, so viele wie man quasi will. Also es ist ein Riesending, 100 mal 100 praktisch so Felder und dann kann man, wir sehen jetzt hier nur einen Bruchteil des Möglichen. Wir machen einen Schritt weiter und gucken uns an. Das Vereinsgelände von oben, das ist eine andere, das ist diese Editorenansicht, mit der du eben gesprochen hast. Ne? Ja, genau, damit kann man das bauen. Kann man oben die Gebäudetypen auswählen, manche sind dann auch mehrstöckig, manche sind in mehreren Stufen. Es gibt ganz viele Deko-Geschichten, Wege, Blumen, Bäume in jeder Form, sodass man das wirklich ganz individuell alles bauen kann. Und nochmal einen Schritt weiter, das ist das Stadion in der richtigen 3D-Ansicht zum Ausbauen. Das heißt, wir können in der einen Ansicht das Stadion im Detail planen und dann immer angucken, so sieht es jetzt aus. Genau, also wir haben praktisch für die 8 Tribünen gibt es so Slots, wo man dann quasi so Tribünenteile reintut und dann wächst das. Also mit ein paar Klicks ist so ein Stadion gebaut. Das ist ganz einfach. Kann jeder. So sieht das Stadion von der anderen Seite aus. Das fand ich auch früher bei Stadion, beim Stadionbau und Fußballmanager-Spielen immer zutiefst befriedigend, wenn ich mein Geld erwirtschaftet hatte, dass ich dann umsetzen konnte in irgendwelche coolen Designs und mir das anschauen konnte und haben die da drin auch gespielt. Das fand ich immer total klasse. Ja, wir sehen nachher noch schon einen Screenshot aus dem Editor, wo das gebaut wird, wie man das auch im Editor ganz, ganz, ganz fix für alle Vereine praktisch von der Liga. So ein paar, in einer Stunde oder sowas hat man die fertig und dann sehen die schon, okay. Das Thema Jugendmannschaften und Jugendcamps spielte eben zwar schon eine Rolle. Das heißt, die Leute haben gefragt, was kann ich machen, um meine Jugendarbeit mit ein bisschen Geld oder mit Ideen noch zu pushen? Ja, auf dem Vereinsgelände waren da vorhin schon so diese Jugendinternate zu sehen. Das ist mal die erste Geschichte. Die muss man erstmal errichten, dann muss man sie entsprechend ausstatten. Dann kann man natürlich über die Jugendtrainer festlegen, welche Qualität das Ganze hat.
von der Ausbildung her, und dann kann man auch Ausbildungsschwerpunkte noch setzen. Dass man praktisch so Rennen und Kämpfen und sowas oder mehr auf Taktik zu setzen, das kann man dann auch noch so ein bisschen einstellen, und dann sieht man, welche Jugendspieler da quasi dann, oder je nachdem, welche Jugendspieler man möchte, und dann sieht man die auch heranwachsen, die sieht man dann über die Jahre halt, wie sie sich entwickeln, und kann dann auch im Spielerprofil des Jugendspielers dann sehen, wie die einzelnen Abstufungen waren und wann er Fortschritte gemacht hat. Und hier regnet es auf unser schönes Stadion drauf. Ein dicker Videowürfel hängt in der Mitte. Ein Dach beschützt unsere Leute. Genau, also wir haben ein Wettermodell, das die ganze Welt abdeckt quasi. Und je nachdem, welche Jahreszeit es regnet, es dann auch häufiger oder schneit häufiger. Mhm. Jetzt noch mal einen Schritt weiter und schauen uns das Stadion von Bavaria München an. Und nochmal. Es ist ja auch so eine Sache in den Fußballmanagern, die man gar nicht so sieht oft. Aber was für eine Arbeit dann in Sachen drinsteckt, wie zum Beispiel Namen nach 10 Jahren oder sowas. Da ist wahnsinniger Aufwand nötig, dass das halt dann auch noch passt quasi. Und genauso auch mit dem Wetter muss man halt sich Gedanken machen und so ein Modell entwickeln, das dann halt von Längen und Breitengraden und Süd- und Nordhalbkugel analysiert, was ist da wohl gerade. Mhm. Und das dann entsprechend möglichst mit realistischen Wahrscheinlichkeiten dann dahin zu kriegen. Freundliche Komplimente aus dem Chat an dich, Gerald, zum Beispiel von Ekim. Statt immer nur Fragen, auch mal Feedback. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Danke, Gerald. Du bist und bleibst eine Legende. Das ist sehr freundlich. Ich habe schon gedacht, dass du dich dann genierst. Ich würde mich auch genieren, wenn ich sowas hören würde. Wir machen mal eins weiter, bevor es für dich noch unangenehmer wird. Und ach, noch, es schneit immer noch, Gerald. Aber, oh ja. Das ist ein alter Skript, da hängt der Würfel tief. Ja. Der ist mittlerweile höher. Und ganz am Schluss, wenn man ganz viele Erfolge gefeiert hat, dann können wir unser eigenes Museum einrichten und uns ein bisschen beweihräuchern. Ne? Genau. Also das wird errichtet auf dem Vereinsgelände und dann hat man das Museum. Und das gibt es in 3 Stufen und je nachdem, welche Stufe man hat, steigt die Anzahl der Räume. Und je nachdem, welchen Verein man hat, ist das auch schon gefüllt am Anfang. Beziehungsweise füllt sich dann halt mit den Erfolgen. Und es gibt dann Räume halt am Ende, die sind noch, ist noch Platz. Da steht dann immer ein schöner, dummer Spruch, dass man sich gefälligst ein bisschen anstrengen sollte. Da haben wir auch ganze Liste von Sprüchen, dass sich auch nicht wiederholt. Mhm. Dann, so sieht das Vereinsmuseum von aller Ecke aus. Dann nochmal mit verschiedenen Räumen, sogar für die verschiedenen Jahre. Und genau. Jetzt sind wir hier angekommen beim nächsten Spiel. Was man hier jetzt auch sieht, ist halt, dass wir verschiedenste Vereinselemente dann halt verwenden, je nachdem. Spielerfotos, Maskottchen, Dinge wie die Fans, die Geschäftsstelle, solche Dinge. Das ist alles. Zum Beispiel gibt es Menüpunkte, dann ist halt der Header besteht dann oben ist zum Beispiel die Geschäftsstelle zu sehen. Normalerweise ist das halt einfach ein Foto von der Geschäftsstelle, aber man kann das dann für sich so machen, wenn man dann ein Foto nimmt, da reinkopiert, dann ist dann halt die Originalgeschäftsstelle des eigenen Vereins halt dann zu sehen. Wird dann auch im Museum aufgegriffen und man sieht dann halt auch diese Elemente dort. Und da gibt es schon so eine Entdeckungsreise, die man dann halt so machen kann. Und es sind dann verschiedene Räume. Je weiter man geht, desto mehr ist da. Und der letzte Raum, der schönste. Aber den hat, glaube ich, kein Verein am Anfang. Da müsste man 120 Pokale haben, damit er voll. Um Himmels Willen. Wie alt kann ich werden als Trainer oder Manager? Habe ich irgendwann eine Zwangsrente? Ab 80 geht's nicht mehr, oder? Nee, wir geben so einen Bildschirm aus, dass es vorbei ist, aber wir machen weiter. Das wäre auch bitter. Das heißt, es wird einem nahegelegt, aber. Oder geht dann irgendwann der Frische- und Konditionswert gegen null? Nee, wir sind ja nicht so streng. Alles gut. Das ist gut. Wir wissen, dass es Leute gibt, die wollen 200, 300 Saisons spielen. Ja. Das heißt, man kann, also wenn ihr euch eine Sehnsucht habt nach dem ewigen Leben, eine Möglichkeit, das auszuleben, ist dieser Fußballmanager. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Science Fiction hier spielen und könnt alt werden, um euch herum ganze Spielergenerationen. Irgendwann könnt ihr, ernsthaft, irgendwann könnt ihr die Enkelkinder eurer Jugendspieler der ersten Saison begleiten, wie sie das erste Mal in der ersten Liga spielen werden. Alles möglich. Muss man dann noch so einen Kopf in so einer Glaskuppel noch abspeichern? Der wird irgendwann benutzt.
Das wäre doch noch cool, so Sci-Fi-Elemente, dass wir irgendwann nicht mehr im Bus dann ins Stadion fahren, sondern mit Flugtaxis zum nächsten Flughafen gebracht werden oder andere Dinge. Dass vielleicht dann nicht mal gefragt wird, machen wir hier eine Mannschaft, betreuen wir eine Frauen- oder eine Männermannschaft? Dann wird man gefragt, sind das Leute, sind das Alien-Rassen von anderen Planeten, die wir hier betreiben? Wo willst du spielen? Willst du in Frankreich spielen, in Griechenland oder auf dem Mars? Das wären so coole Fragen am Ende. Ey, da sprichst du was an. Das ist schon die zweite Sache. Vielleicht fange ich an, mir das aufzuschreiben. Also, wir haben ja so ein Bildschirm, wo man die Anreise zu den entsprechenden zum Stadion praktisch festlegen kann. Ja. Da zeigen wir jetzt so also ein Flugzeug und irgendwie einen Bus oder sowas. Aber da besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir das dann austauschen 2050. Ja. Wäre cool. Und dann machen wir so futuristische Sachen. Ich spreche mal mit unserer Grafikerin, was so geht. Ich glaube, das können wir machen. Das finde ich super. Spannend. Da bin ich mal sehr gespannt. Auch wenn ich selber nicht mehr erleben werde, aber ich fände es trotzdem sehr spannend. Ja, machen wir eins weiter zum nächsten Bildschirm. Grün-Weiß Bremen gegen Raute Hamburg. Und jetzt geht es um Taktik, taktische Einstellung. Genau, das ist der Taktikbildschirm, der Haupttaktikbildschirm mit den wichtigsten Sachen. Darum sollte man sich kümmern. Das heißt also offensive, defensive Ausrichtung, Pressingverhalten, je nachdem wie fit man ist auch und natürlich auch über welche Seiten die Angriffe laufen. Dazu ist ganz wichtig so eine generelle Philosophie, das ist der wichtigste Wert eigentlich, also hier Ballbesitzfußball und daran sollte man sich dann orientieren und so laufen dann auch die Angriffe ab und man hat dann entsprechend auch entsprechende Szenen, die dazu passen. Und unten gibt es auch so ein paar fragwürdige Mittel, die wir vorhin angesprochen haben. Da kann ich jetzt zum Beispiel eine Spielunterbrechung provozieren für ein paar Minuten. Und dann ist die hoffentlich der Gegner so ein bisschen irritiert und schießt erstmal kein Tor. Und da gibt es verschiedene Varianten und man kann auch so ein bisschen was machen gegen, also der Flitzer ist das harmloseste sozusagen, bringt die wenigste Zeit an, das gibt dann aber auch ein bisschen heftigere. Aber ganz wichtig, das ist nicht, natürlich nicht spielentscheidend und es ist auch immer mit dem Risiko verbunden, dass es entsprechende Strafe gibt. Das heißt, wenn man das öfter macht, dann wird einem diese Möglichkeit auch genommen. Aber wenn man jetzt wirklich in einem entscheidenden Spiel unbedingt, dann könnte man. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel gegen eine Mannschaft spiele, die taktisch total beschlagen ist, technisch und taktisch total beschlagen ist, ich dagegen eher so eine Konditionsbolz-Mannschaft habe, dann würde ich den Platz vorher wässern, damit man nur mit... Ne? Mhm. Halte ich auch für legitim. Absolut. Ja. Ich war, warum soll ich den? Was der Schiedsrichter dann ist, okay. Also, ja. So sagen wir damit durchkommen. Ding sein, aber man hat so die. Und dieses Platz zusammen verkleinern für die Einwurfspezialisten finde ich auch gut. Unglaublich. Nächster Schritt. Wir schauen uns an. Mappen gegen Sand und Halbzeitansprachen. Kann das sein? Genau, hier ist das ist noch nicht die Ansprache, also der vor dem Spiel, da ist jetzt nichts zu hören, weil das ist sozusagen ja der Standardbildschirm, da würden wir jetzt nicht irgendwie den Spieler aufhalten wollen für 30 Sekunden oder so. Wir, teilweise übertreiben wir es ja durchaus ein bisschen mit den Ansprachen, dass die auch länger. Aber hier geht es einfach so um die grundsätzlichen Sachen nochmal, was für das Spiel wichtig ist. Also das erste ist sozusagen der allgemeine Taktikbildschirm. Hier haben wir links so ein bisschen Spezielleres und rechts dann den Motivationsteil. Das ist eigentlich mehr der Bildschirm, den man vor jedem Spiel ändert. Das andere ist ja weitgehend oft gleich. Und hier kann man hingehen und kann sagen, individuell für diesen Gegner mache ich genau diese Ansprache und ich mache genau die Geschichte mit dem Angriff. Da oben kann man die zum Beispiel jetzt festlegen, wenn ich es will. Je nachdem. Also es ist zum Beispiel wahrscheinlich im Multiplayer jetzt, macht man einfach, wählt man seine Ansprache und fertig. Noch einen Schritt weiter, eine Reise steht uns an. Es geht in schöne Mappen nach Norddeutschland. Weit, weit weg. Wir können uns überlegen, wie wir hinfahren oder fliegen anscheinend, ne? Ja, ein bisschen Einfluss haben wir. Und Sie können sehen, wie weit die Reise geht. Und noch mal einen Schritt weiter. Das liegt und man sieht auch immer ein schönes Foto, damit man sich vorstellen kann, wie es da so aussieht. Mein Heimatverein. Ich bin ein gebürtiger Mönchengladbacher. Ich habe in den 70er Jahren noch mitbekommen, dass es große Erfolge gab. Und das ist immer meine Hauptmotivation. Durch irgendwie denke ich, ich will mal so ein Fußballmanager spielen, wo ich Gladbach wieder groß rausbringe. Jeder hat seine eigenen Lieblingsmannschaften und träumt vielleicht davon. Aber könnte ich nicht vielleicht auch irgendwie meinen vielleicht doch meinen komplett eigenen Verein, Vereine umbenennen?
was weiß ich, FC Writing Bull und seine Kinder, lauter Jugendspieler, meine Enkel alle umbenennen und irgendwann so als so eine Art Kelly Family als Fußballverein spielen, überall auftreten und dann sind das ja irgendwie meine eigenen Kinder und Enkelkinder, die alle so aussehen wie ich, aber nur dreimal so gut Fußball spielen. Kann ich so Fantasien umsetzen? Ja, nichts davon erschien mir jetzt unmöglich. Also der Editor lässt es zu. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue oder erschüttert sein soll. Bin ich mal sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall hier, jetzt geht's wirklich rein. Und jetzt sehen wir also auch, was passiert im Spiel? Was passiert jetzt wirklich im Spiel, wenn Anpfiff war? Wie erlebe ich ein Spiel? Also zunächst mal, man hat verschiedene Perspektiven. Wir haben eigentlich zwei zentrale. Einmal sieht man es aus der Hintertorperspektive und einmal wie hier von oben. Und letztendlich sieht man immer, wo ist der Ball. Das ist jetzt diese Linie quasi mit dem Ball. Und man sieht den Spieler, der aktuell sozusagen die Aktion durchführt. Man sieht auch hier, was der für Stärken und Schwächen hat. Und dann geht sozusagen, läuft dieser Angriff in Schritten ab. Und ja, das hat, glaube ich, Tempo. Und die Spiele sind in, je nachdem, was man da einstellt, da ist man ja total flexibel, kann man unten machen, Szenen an, Fan-Kommentare an, aus, das Tempo für, wie die Szenen abgespielt werden und das Tempo für die Minuten. Und dann ist man hoffentlich, je nachdem, zwischen, ich glaube, 15 Sekunden und 3 Minuten ist das Match dann auch durch. Und man kann halt sehr schön sehen, wie die Angriffe laufen, wo es gefährlich wird, über welche Seite das Ganze passiert, was das für eine Art Fußball ist, dass es die eigene Mannschaft spielt. Es gibt Zweikämpfe, dann sieht man auch den gegnerischen Spieler und die kicken sich dann sozusagen raus und wer das verliert, ist weg und der andere hat dann entweder freie Bahn oder der Verteidiger klärt. Und wenn es dann vorbei ist oder jetzt hier ein Tor, gibt es dann entsprechend auch nochmal so eine kleine Animation, die das halt dokumentiert. Das ist es gibt ja andere Fußballspiele, wo man halt Teams zum Erfolg führen kann, wo sehr, sehr viel Arbeitsstunden und Geld da reingesteckt werden, das Ganze in 3D umzusetzen, was super, also in echt, wo das ganze Spiel halt in 3D stattfindet und animiert wird, wo all die Zahlenwerte umgesetzt werden in Animation und Bewegung. Einerseits teuer, andererseits dann natürlich spektakulär. Was allerdings auch immer ist, das kenne ich noch von früher, von den Spielen, die ich gespielt habe. Ich war immer einerseits fasziniert davon, war aber selber so ein Spielertyp, der dann, also ein Computerspieltyp, der dann selber dann doch irgendwann die normalen Ansichten gewählt hat, weil ich immer frustriert davon war, dass es nie genauso umgesetzt worden ist als 3D, so wie ich das eigentlich so in den Tabellen erlebt habe. Was von diesen Erwägungen habt ihr auch angestellt, als ihr euch überlegt habt, wie ihr das umsetzt? Also die Geldsache, die klappt es echt auch in Wirklichkeit? Was habt ihr euch da überlegt? Ja, also unser Ziel war jetzt erstmal einen spannenden Modus zu erzeugen, der klar macht, was man da so eingestellt hat, wie sich das auswirkt. Und dass es auch in einer vernünftigen Zeit quasi abläuft. Für uns stand nicht zur Debatte, sowas zu machen, wie dass wir wirklich ein Match vollständig simulieren, weil das ist, glaube ich, für eine spezielle Spielerart und war nicht so unser Fall. Wir wollen, dass ein gewisses Tempo da drin ist und dass man das gut verfolgen kann. Ich muss auch ganz klar sagen, wir sind natürlich jetzt in unserem ersten Jahr und wir haben hier eine Lösung auch gemacht, wo wir sagen, das ist realistisch und das kriegen wir hin. Und natürlich habe ich schon auch noch so ein Ziel und einen Traum, wie ich es gerne dann langfristig hätte. Und natürlich geht da auch noch was, das ist ganz klar. Nur, das ist dann was, das muss man dann, glaube ich, mit einem erheblich größeren Aufwand fahren. Und das war jetzt für uns in dem ersten Jahr jenseits von dem. Wir sind, glaube ich, mit der jetzigen Lösung sehr zufrieden, weil es ganz schnell geht. Man sieht, man wird auch nicht vom Kopf her überladen mit den Informationen. Aber mein Ziel wäre dann gar nicht jetzt unbedingt das 3D zu machen. Ich kann auch mit 2D leben. Aber ich hätte gerne so eine relativ totale Ansicht, wo ich die Szenen dann halt irgendwann vollständig sehe, aber dann halt wirklich mit der Möglichkeit zwischen Stadien zu schalten und Konferenzen hinzubekommen. Und oftmals ist halt so, mit 3D wird es immer schwierig, weil dann 1000 Sachen geladen werden müssen, immer irgendwelche Zeiten anfallen für irgendwelchen Krempel, der mich überhaupt nicht, den ich gar nicht jetzt haben möchte und der mir völlig egal ist. Ich will dann zwischen den Dingern hin und her schalten, eine Konferenz haben und diese Dramatik eines Spieltages erleben. Das ist für mich sozusagen dann die finale Stufe. Und für mich ist jetzt der erste Schritt ist das und was die Zukunft bringt, wird man dann sehen. Aber ich glaube, dass dieser Modus sehr schön wiedergibt, was man so eingestellt hat, dass der die Taktiken gut wiedergibt und dass man
schöne realistische Ergebnisse damit auch bekommt. Und ganz wichtig, dass alle Spiele auch gleich berechnet werden, weil das natürlich auch immer so eine Sache ist. Je aufwendiger das 3D-Ding ist, desto größer das Risiko, dass es dann natürlich nicht in jedem Spiel der Ballweg genau simuliert wird und genau gleich sein kann. Es ist ja auch ganz klar, ne? Da gibt es ja auch irgendwie an Grenzen und ich kann ja nicht irgendwie, wenn ich eine riesige Spielwelt mit, was weiß ich, 50, 80 Ländern habe am Ende und ich simuliere da dann hunderte Spiele gleichzeitig, dann kann ich ja nicht erwarten, dass diese ganzen Leute realistisch bis zu jedem Knochen dann quasi bewegt werden und das alles gleich wäre. Also da muss man immer Vor- und Nachteile dann auch abwägen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz schöne Lösung und auch eine Lösung, wo wir auch den Spieler ein und das andere Mal überraschen, ne, wo es auch mal Sachen gibt, wie wenn es einen Konter gibt, dann dreht sich das Ding und man sieht dann die andere Seite. Also es ist nicht nur ein Punch-Fußball, sondern dann geht es andersrum und dann sieht man, wie sich dreht und dann kommt der Ball wieder zurück quasi. Solche Dinge. Oder wenn man irgendwie das Spiel unterbricht, dann passiert auch irgendwas. Ich bin mal im Hintergrund ein paar Screenshots vorangegangen, mal ganz kurz. Wir gehen mal so schnell einmal durch die typischen Dinge, die ja passieren können. Hier ein Ereignis, eine Rudelbildung tritt auf, rote und gelbe Karten werden gegeben. Das heißt, es gibt auch solche Events zum Beispiel. Kannst du da von außen eingreifen, als Trainer den zurufen zum Beispiel? Also ich kann natürlich während des Spiels jederzeit Sachen ändern an meiner Taktik. Hier gibt es ja unten so einen Button, den klicke ich an und dann geht so ein entsprechendes Ding auf und dann kann ich alles umstellen. Taktisch. Und Einsatz kann ich direkt verändern. Und so. Halbzeitansprache ist da auch möglich. Genau, zur Halbzeit habe ich ja schon angesprochen, dann die besagten 100 Ansprachen. Eine wird dann ausgesucht und dann wird die Mannschaft nochmal extra motiviert. Die man auch hört, das hast du eben erzählt, und die dann akustisch auch abgespielt wird. Dann ein Flutlichtausfall, den hast du aber nicht persönlich eingeleitet, indem du mit der Zange irgendwo hingegangen bist und gesagt hast, da steht es schlecht, wir brauchen einen Ring in einer Extrapause, oder kann ich selbst solche Tricks hereinmachen? Ja, in so einem Button, da geht das, kann man draufklicken, dann passiert okay. Genau dieses. Na, im Ernst, gibt es wirklich, oder nicht? Das ist ein Symbolbild, also wir würden jetzt nicht das Licht. Aber Ausfall auf jeden Fall hier. Nächstes Event, Angriffseditor, das sind diese Spieleranweisungen, dass du denen sagen kannst, jetzt zum Beispiel Angriff XY aus der eintrainiert, jetzt bitte durchführen. Glaub, genau, das ist jetzt Fall, zum, Beispiel oder? Zum Beispiel während des Spiels jetzt so ein Eingriff, wo ich Sachen auch noch während dem Spiel ändern kann. Das ist der Teil des Bildschirms, den wir vorhin vor dem Spiel links gesehen haben. Der kommt dann auch im Spiel nochmal und ich kann die entsprechenden taktischen Anweisungen. Nein. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Das ist ja furchtbar. Sag mal, ist das Nietzsche oder ist das Köhler? Das ist Internet. Das ist ja furchtbar. Das ist ganz schrecklich. Ja, da gibt es ja so Motivationssprüche, gibt es ja Millionen. Und das ist einer der schlimmsten. Das ist ja wirklich krass. Aber wir sehen ja, wir liegen 2-0 hinten mit Sand und es ist jetzt praktisch der Aufruf, sich auch mal ein bisschen reinzuhängen. Ja. Dann gehen wir nochmal eins weiter. Andere Spiele laufen noch. Das heißt, im Hintergrund kann ich auch verfolgen, wie die anderen Mannschaften spielen, wie es da steht und unter Umständen kurz vor Schluss noch entweder anfangen zu mauern oder ins Risiko zu gehen. Ja, kann man machen. Gibt es auch unten dann eine Tabelle und alle möglichen Sachen. Letzter Torschütze wird angezeigt. Gibt es schon Informationen, was die anderen so tun. Kann auch nach dem Spiel, gibt es ja auch Spielberichte, kann auch hinschalten und gucken und kann sich anschauen, wie das alles zustande gekommen ist. Torschützen, Szenen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber ist auch auf jeden Fall immer vor der Kamera. Fernsehinterview. Ist das jetzt nur so ein bisschen Gag, dass man verschiedene Antworten gibt, oder hat das dann bestimmte Auswirkungen, wenn ich in den Medien glänze? Ja, wir geben die auch aus. Unten steht ja, was das bewirkt. Also ich habe oben, Hintergrund ist, wir haben natürlich hatten ein großes Ziel, nämlich um internationale Versionen auch zu ermöglichen, kann man jetzt nicht anfangen, die Interviews so ganz krass mit 5000 Fragen und 30.000 Antworten zu machen, dann ist es vorbei quasi mit der Übersetzung. Also war natürlich, und auch so vom Schreiben her ist das was, wo einem nachher einfach nur die Hand wehtut und am Ende ist trotzdem, sind alle unzufrieden, weil es wiederholt, also man kriegt das nicht hin. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. So, wir machen ein anderes System und wir nehmen einfach, weil die ja sowieso immer die gleichen Sachen fragen, nehmen wir also die Standardfragen, bauen die da ein, dann kann man seine Standardantwort dazu geben und wird entsprechend bewertet. Alles gut. Ja. Und dann fassen wir zusammen, wie die Medien über uns berichten. Und unsere Spiele werden quasi rezensiert. Die Presse fällt über uns her. Ja.
Oben sehen wir jetzt erstmal, ja, ich soll mir nicht zu viel einbilden auf den Sieg. Hier sieht man mich euphorisch. Geballte Faust, Geralt freut sich. Ich habe triumphiert. Es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert, aber mir wird doch nahegelegt, ich hätte Glück gehabt. Naja, gut. Frechheit. Ja, und unten gibt es auch so ein paar Fan-Kommentare. Die haben auch teilweise, naja. Gerald Köhler ist natürlich auch eine billige Lösung, der wird nicht viel verdienen. Pflege. Man sollte niemals alles glauben, was in der Zeitung eingeschrieben wird. Grundsätzlich immer nur das Allerbeste und das Positive, finde ich. Viel Glück nächste Woche steht dort auch. Machen eins weiter und gucken uns das an. Europameisterschaft. Einmal pro Jahr großes internationales Turnier. Welchen Einfluss hat das auch für mich als, wirst du dann angeheuert als Europameisterschaftstraining? So wie, wenn das mein Zahnarzt zum Beispiel, der hat früher immer ernsthaft jetzt den Sommerurlaub verbracht bei Ärzte ohne Grenzen, hat irgendwo in Indien oder wo Menschen die Zähne für lau gezogen. Kannst du umgekehrt in deinen Urlaub als Spieler, als Trainer benutzen, um bei der EM noch auszuhelfen und Lettland zu coachen zum Beispiel? Nee, da muss man Urlaub machen. Ja. Man kann sich's angucken. Man kriegt die Ergebnisse und man kriegt auch von den Spielen, wo eigene Leute praktisch dabei waren, dann entsprechend detaillierte Berichte, was sie gemacht haben, welche Note sie bekommen haben, Tore geschossen haben, Verletzungen und Marktwertsteigerung. Das heißt also, wenn jemand sehr gut abschneidet, dann geht auch der entsprechende Wert des Spielers oder der Spielerin dann hoch. Und das ist schon spannend, würde ich sagen. Also das ist ein wichtiger Bildschirm dann auch, der Informationen gibt. Und hier sehen wir jetzt, wie die Europameisterschaft wahrscheinlich laufen wird. Das jetzt ganz exklusiv, nur hier sehen wir, wer das Ding holt. Ein Blick in die Zukunft, wer darf einen Blick in die Glaskugel. Hier sind wir jetzt nur Zuschauer in diesem Part, nicht beteiligt. Wir sind Zuschauer und sind gespannt, wie es ausgeht. Wie das die. Da wären wir fast draußen gewesen, aber nicht ganz. Finale! Ja, der Klassiker, Italien gegen Deutschland. 2-1. Hör mal, das ist aber echt Science Fiction hier. Aber ganz, ganz unwahrscheinliches. Habt ihr eingepreist, dass Jogi Löw uns noch trainiert? Oder ist das irgendjemand anders hier? Wir haben es einmal gespielt. Also es ist auf jeden Fall, so wird's kommen. So wird's kommen. Einige wenige Bildschirme haben wir noch und dann haben wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Wir haben uns eisern auf die Lippen gebissen, Gerald und ich, dass wir euch nicht spoilern, was die Treuesten der Treuesten unter euch, die mich bis zum Ende durchhalten, gleich noch geboten bekommen. Und das spoilern wir jetzt immer noch nicht, sondern in wenigen Minuten erst. Wir haben noch 8 bis 9 Screenshots und dann zeigen wir euch etwas, was wir vorher nicht angekündigt haben. Und wir haben uns das Schönste im Ernst, wir haben das Schönste für den Schluss vorbereitet, das zeigen wir euch gleich. Jetzt landen wir in der Statistikzentrale, Gerald. Einen Augenblick. Mhm. Genau. Also das sind jetzt so Beispiele für die ganzen Statistiken. Das ist ja für viele sehr wichtig und ich mag es, wenn es viele Statistiken gibt. Und hier oben sehen wir erstmal die Favoriten links und unten dann die vollständige Liste. Und dann kann man eben scrollen und rumklicken und gucken. Mhm. Hat es Lust. Nochmal eins weiter, geht's noch weiter in der Statistikzentrale. Wir können vor allem am Ende der Saison, macht das ja Spaß, dann rumzuwühlen in den Daten und zu vergleichen und messen mit den anderen. Genau, so eine typische Tabelle. Alle Länder einmal angucken. Ich glaube, das war jetzt das Ergebnis nach der dritten Saison war das, genau. Mhm. Man jetzt halt sehen, Bayern war wieder Meister und stellt sie, auch wenn das ermittelte Finale nicht ganz stimmt, wird gewinnen. Und ein Überblick über Bavaria München und all die vielen Erfolge im Laufe der Zeit. Die Dortmunder dürfen sich freuen. Nächstes Jahr ist soweit. Also das ist wie mit vor jeder Europameisterschaft oder jeder Weltmeisterschaft gibt es ja immer irgendwelche Tiere, die müssen dann durch bestimmte Tore laufen oder aus einem bestimmten Näpfchen trinken. Oder rauf oder runter krabbeln den Baum und dann weiß man, wie sowas ausgeht. Alternative jetzt in Zukunft einfach das Spiel spielen. Einmal die Simulation durchlaufen lassen. Noch mehr Statistikbildschirme hier. Das ist genau. Die Tabelle am Ende. Und nee, das ist. Gegen wen man wie gespielt hat und wie der Tabellenplatz sich entwickelt hat. Fast. Man kann sich auch vergleichen mit anderen Vereinen.
Und hier sind wir bei den Achievements am Schluss. Das sind In-Game-Achievements oder sind das die Steam-Achievements, die ihr abbildet im Spiel? Das gleich, ja, beides. Mhm. Sieht man, was man alles erreichen kann hier. Und jetzt kommt das, wonach so viele von euch schon nachgefragt haben. Das ist der Editor, Geralt, ne? Genau. Das ist er. Da kann man alles machen. Quasi. Naja, fast. Also viel. Mhm. Zunächst mal gibt es die ganzen allgemeinen Sachen auf der linken Seite und dann rechts Männer und Frauen. Und dann kann man eben sich speziell auch noch um Spieler und Ligen und Pokale und sowas kümmern und kann die entsprechenden Sachen dann einstellen. Mhm. Gehen nochmal eins weiter. Genau. Hier sieht man das jetzt auf dem nächsten Bildschirm. Mhm. Für die Pokale müsste sein. Genau. Dann kann man den entsprechende Grafik auswählen und kann halt verschiedene Parameter dann eintragen und dann werden die entsprechenden Wettbewerber dann auch gesetzt. Also es ist relativ einfach, ein neues Land zum Beispiel dazu zu packen, würde ich sagen. Geht man einfach hin, Liga, stellt seine Vereine ein und dann kann man auch hier sowohl Liga-Parameter festlegen, als auch dann die Pokalwettbewerbe definieren. Ist natürlich ganz gut, wenn man ein paar mehr Ligen als eine hat, weil sonst ist es relativ kurz im Pokal. Aber kann dann einstellen, wie viel Geld es gibt und bestimmte Regeln auch noch eintragen und solche Dinge. Kann da starten. Und noch hier, mal einen Bildschirm weiter, genau. Hier sind, jetzt sind wir übrigens am Ende angekommen. Das ist jetzt der letzte Bildschirm. Der letzte Screenshot. Danach kommt die große Überraschung, die wir nicht angekündigt hatten. Ein letzter Screenshot. Und der zeigt, wie man ein Stadion baut. Und das ist im Spiel fast genauso, aber im Editor ist es ganz einfach zu sehen. Man legt letztendlich einen neuen Namen an, kann dann über Stadion generieren. Wenn man 20 Mal draufhaut, hat man auch irgendeins, was schon so ähnlich ist. Und dann kann man das ein bisschen modifizieren und hat dann eigentlich ein relativ gutes Stadion, wenn man das in irgendeinem Vorbild nachbauen will, relativ zügig gemacht. Es wird nicht exakt treffen, es wird auch nicht die exakte Zuschauerzahl sein, aber ich glaube, man kommt ganz gut hin. Und dann auch so ein paar andere Parameter noch festlegen. Und da oben kann man jetzt hier der öffentlichen Nahverkehr und Auto und Flugzeug noch festlegen. Also da würden wir dann die Zukunftsmodelle dann eintragen. Chat wird zum Beispiel gefragt, ob man Modi verändern kann, Super League sich rein editieren oder ob man die Regeln in den Ligen verändern kann, wie viele Leute auf- und absteigen oder was auch immer. Neue Qualifikationsrunden irgendwo einbauen. Da gibt es verschiedene relativ mächtige Möglichkeiten. Also jetzt Auf- und Absteiger zu verändern zum Beispiel ist kein Problem. Also wenn man da von 2 auf 3 oder von 3 auf 4 oder wie auch immer gehen will, das ist letztendlich schnell gemacht. Auch wenn man jetzt eine Relegationsrunde oder sowas eintragen will, ist auch kein Problem. Und auch sonst gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also natürlich bei den ganz komplizierten Sachen, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn man weitergehen will als ganz elementare Dinge, dann muss man schon wissen, was man tut. Sonst macht man vielleicht auch was kaputt. Das muss man ein bisschen vorsehen. Aber Möglichkeiten gibt es ganz viele. Und man hat ja schon am Pokal gesehen, das geht in die Details. Und jetzt zum krönenden Höhepunkt am Ende. Haben wir noch was vorbereitet, eine Kleinigkeit für euch. Für all die, die bis zum Ende durchgehalten haben, auf Twitch mittlerweile 11:45. Das hatten wir auch so nicht geplant. Wir hatten gedacht, eine Stunde, okay, es wird vielleicht ein bisschen länger. Jetzt schon seit 2 Stunden. Jetzt kommt das Beste, kommt am Ende, wie so oft. Und bevor du das umschaltest, gehe ich nochmal ganz kurz, ich sag dir Bescheid. So, jetzt kannst du im Hintergrund einmal umschalten, Geralt. Jetzt zeigen wir euch eine Besonderheit. Und während Geralt es vorbereitet, okay, ich sag's mal, ja. Was wir euch hier zeigen, das Spiel. In echt. Geralts Bildschirm. Geralt spielt mit uns ein kleines bisschen das Spiel. Also noch. Wir hoffen, noch. Es klappt. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben auch schon einen kleinen Probedurchlauf gemacht. Und das hatten wir vorher nicht angekündigt. Das heißt, diejenigen unter euch, die bis zum Schluss jetzt noch immer da sind, bekommen jetzt die hübscheste Belohnung am Ende. Nochmal ganz kurz der Hinweis, ich bin mehrfach gefragt worden an das Spiel. Wann gibt's das? Wie teuer ist das? Wo kann man es bekommen? Man kann es wie jedes andere Spiel natürlich auf den gängigen Plattformen kaufen, Steam beispielsweise. Der Publisher ist THQ Nordic. Die sitzen in Schweden beziehungsweise in Österreich und die haben einen offiziellen Vertragspartner, mit dem ich auch kooperiere, das ist Games Planet. Die verkaufen das Spiel ebenfalls, das ist nicht grauer Markt, das ist nicht Publisher bescheißen, sondern Vertragspartner von denen. Und da wird man das Spiel unter anderem auch kaufen können
zum Release. Ich zeige euch das mal ganz schnell bei denen auf der Seite. Und ich glaube, wenn ich jetzt einmal umklicke, dann solltet ihr das eigentlich sehen können. Da gibt es im Augenblick das Spiel noch nicht zu kaufen, aber in Release-Nähe dann zu kaufen. Und dabei würde ich selber ein bisschen mitverdienen. Dafür gibt es einen Link, den wir werden die Chat-Mods gleich freundlicherweise mal posten. Ein bisschen verdiene ich dabei mit. Und wie gesagt, das ist nicht grauer Markt und nicht irgendwo in Russland sind Spiele vom LKW gefallen, aber da kann man es ein bisschen billiger bekommen. Ich weiß noch nicht, das habe ich ja oft bei Spielen doch, dass ich so einen Sonderrabatt auf den auftreiben kann, und aber das steht im Augenblick noch nicht fest. Auf YouTube der Link da drauf, direkt hier drunter in der Textbeschreibung. Wenn es einen Gutscheincode geben sollte im Release-Nähe, würde ich auch den auch nachträglich in die Textbeschreibung noch rein editieren. Und auf Twitch gerade gepostet von den Chat-Moderatorinnen von Kiba zum Beispiel, von Kapitänin Kiba Fox. Danke an Kiba bei der Gelegenheit. Und jetzt gucke ich mal, ob Gerald mittlerweile so weit ist, dass ich daran wechseln könnte. Muss noch mal ganz kurz wechseln. Ich glaube, es klappt. Ich guck mal kurz. Ja, es klappt. Leute, extra für euch. Gerald, man hört dich jetzt erstmal. Wir sind gleich nicht mehr zu sehen. Bevor ich das anschmeiße, ist das Spiel schon mal live zu sehen gewesen, deiner Kenntnis nach, irgendwo bislang? Nein, bis jetzt nein. Nicht. Ist das eine kleine Weltpremiere jetzt? Das ist quasi eine Premiere. Ja. Eine nicht angekündigte Weltpremiere. Liebe Leute, ganz ernsthaft, ihr seid die allerersten, die live das Spiel sehen können, wie man das Spiel spielt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich wechsle jetzt einmal rüber und ihr seht jetzt das Spiel in echt. So sieht's aus. Das ist kein Screenshot mehr, Leute. Das ist das Originalspiel und ich übergebe dir mal einfach, Gerald. Zeig mal, was dein Bildschirm, und erzähl mal, was wir hier machen. Okay, wir sind am Start der Woche. Kann ich hier auch mal ein bisschen umklicken, den ganzen Kader anschauen. Können hier so einen Trainingsboost machen beispielsweise. Oder diesen Spieler, den wir uns da ausgesucht haben, nochmal extra. Und dann können wir in unser Menü gehen. Dann sehen wir das. Ich glaube, man sieht, es geht alles ganz schön schnell. Das war uns ganz wichtig, dass das sich zügig spielt. Also wenn ich hier in die Statistikzentrale gehe, dass das nicht ewig dauert, sondern ich klicke hier rum. Jetzt ist hier momentan noch nicht viel, weil ich gerade am Anfang bin. Nachher, ich habe auch noch einen Spielstand vorbereitet, wo wir ein bisschen weiter sind, der einfach dann so ein bisschen statistisch dann interessanter wird und auch so eine Langfristentwicklung zeigt. Hier unten sind dann die entsprechenden Menüpunkte. Kann ich durchklicken, kann meine Aufstellung anschauen, solche Dinge. Dann da hinten habe ich zum Beispiel, was wir vorhin hatten, unsere Mitglieder. Dann kann ich da was einstellen, kann das dann ändern. Das kann ich aber nicht so oft machen, nur einmal pro Saison. Und dann habe ich mich quasi dazu verpflichtet, das auch einzuhalten. Hier habe ich die Mitgliederzustimmung. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt hier hingehe und sage, okay, ich will hier mal mein Gelände mehr anschauen, dann finde ich das auch hier. Dann gehe ich da in die Ansicht. Dann kann man hier mir das alles im Detail anschauen. Kann hier rechts auf runter, kann in die Ferne gucken. Ich kann dafür sorgen, dass sich das Wetter auch mal verändert hier. Bitte lasst euch nicht davon irritieren, dass es ein bisschen ruckelt. Das wird im Spiel nachher anders sein. Das ist hier die Übertragung übers Internet und das wir streamen. Das ist halt hier eine Preview-Version. Auch bitte nicht verwechseln mit der Release-Version. Das ist die aktuelle Arbeitsversion bei Gerald auf seinem Arbeitsrechner heute am 8. Mai. So sieht das Spiel aus. Und dass es hier ruckelt, hängt einfach nur daran, dass wir ja gerade übers Internet streamen. Deshalb ist es auch ein bisschen unscharf. Und bitte also nicht denken, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja exklusiv für euch eine kleine Preview. Es geht schneller und es ist auch jetzt hier auf Laptop, aber was ich jetzt hier sehe, wie es rüberkommt, ist das echt in Wirklichkeit wesentlich schneller natürlich. Ich habe es eben auch schon mal gespielt und da, also nicht gespielt, gesehen, wie du gespielt hast, und dann, als wir es nicht gestreamt haben, da sah es auch anders aus. Ja, und man kann halt ganz, ganz einfach hingehen, kann letztendlich hier reingehen, dann kommt ein entsprechender Bildschirm, dann gehe ich hier hin und mache meine zusätzlichen Felder zum Beispiel, geht alles ganz fix. Dann kann ich so eine Straße mir konstruieren. Solche Schwärze. So. Ups. Und dann brauche ich hier einen Parkplatz dran. Das kann man alles in 3D auch gleich sehen. Das heißt, wir bauen jetzt. Genau, und man kann dann einfach einschalten. Und das ist dann hier jetzt auch alles schon da.
Ist das der Planungsmodus auch in 3D oder ist das sofort dann da? Es ist, also momentan ist es noch sofort da. Wir überlegen, ob wir das noch irgendwas machen, dass wir das auch so ein bisschen mit zeitlich machen. Aber momentan sind wir ganz glücklich, dass das dann einfach da ist. Mhm. Jetzt müsste ich es natürlich bezahlen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ich kann natürlich jetzt hier auch noch ein paar Gebäude bauen, die es sonst nicht gibt. Also die jetzt noch nicht zu sehen waren. Aber hier unten zum Beispiel so ein OP-Zentrum. Oder die berühmte angesprochene Präsidentenvilla, ja, wenn ich die dann da setze. Das sorgt dann für zusätzliche Beliebtheit. Da hinten müsste dann irgendwo sein. Eine Möglichkeit mit einem Balkon, wo du dann immer deine Halbzeitansprachen nicht an die Mannschaft richtest, sondern deine Halbjahresansprachen an die Fans. Die stehen dann unten, jubeln dir zu. Du stehst oben dann, schwingst deine Arme und hältst eine große Rede. Unten die Meute und Masse der Fans, die dich feiert. Ja, also hier ist der Präsident, der hat alle Möglichkeiten. Ist nicht so schlecht, wie der da wohnt. Ich finde das cool, dass es so einen Aufbaupart gibt. Das finde ich total klasse. Aber wir würden natürlich auch verdammt gerne, glaube ich, mal eine Partie sehen, wenn das geht. Einfach mal so ein Match. Nee, ich warte eigentlich nur auf die Dunkelheit, dass es mal dunkel wird. Ach so, verstehe. Okay. Ich wollte dich auch nicht hetzen. Also es ist nicht so. Die Leute würden mich lynchen, wenn ich sagen würde, Gerard, mach schneller. Dann würde ich, glaube ich, dann käme ich ja lebend nicht mal raus aus meinem Stream. Alles ist gut. So, aber es wird nicht dunkel. Vielleicht wird es bald. Das ist die 3D-Ansicht von unserem Clubgelände. Ja, das so war die Vorschau. 7 Millionen raus aus dem Fenster. Wir investieren nicht in Jugend, nicht in Beine, sondern in Steine. Genau. Im Stadion kann man das dann auch machen. Aber hier so. Kann ich. Sehr schön. Kann ich einen Verein eigentlich nur mit Leihspielern bestücken, dass ich einfach von überall mir nur alles durcheinander leihe und den schnellen Erfolg haben möchte? Ja, ja. Ob das allerdings Erfolg bringt, ist die Frage. Und die Aber man kann natürlich auch Leihen konkret setzen. Aber hier zum Beispiel würde man jetzt einfach hier diese Plätze praktisch hier reinsetzen. Mhm. Das ist so ganz einfach. Unter das Dach. Und wenn ich dann jetzt hier rüber gehe, dann ist das auch schon fertig. Dann ist es da oben. Ah, wie nett. Das ist ja echt entzückend. Sag mal, waren nicht das jetzt, ja, sind das die verschiedenen Teile des Stadions, also Gegentribüne, Haupttribüne und Ecken? Ja, oder? Genau. Hier wird es angezeigt, was da das gerade. Alles klar. Das ist also jemand, der keine Konstruktionskenntnisse hat, kann innerhalb von wenigen Sekunden quasi sein Stadion ausbauen. Mhm. Da haben wir die Leute befragt, was wollt ihr so, wie stellt ihr euch das am besten vor? Und die Lösung war, wir wollen das ausbauen, aber wir wollen es schon auch irgendwie einfach machen können. Und nicht nur nicht, dass man da jetzt wirklich rumkonstruieren muss und alles. Und so geht alles. Die Auswahl an Werbebanden, da ist im Augenblick der Publisher drin vertreten, THQ Nordic. Werden da auch andere Firmen sein? Fantasiefirmen oder echte Firmen? Das ist alles einstellbar. Also wir sehen jetzt hier, wir haben Fantasiefirmen, da gehen wir nur Branchen an. Aber am Ende ist es nur eine Frage, was im Editor dann eingetragen ist und was er dann findet. Also das ist... Wenn man jetzt da entsprechend echte Sponsoren einbindet, dann werden die auch angezeigt. Ganz furchtbare Frage. Gerald, guck auf gar keinen Fall in den Chat, sonst liest du so Fragen von Pat Crash, die ich dir niemals live vorlesen würde, weil sie nur demoralisierend sind. Fragen, also würde ich nie formulieren, wie er das fragt. Gibt es auch Pandemien, dass zum Beispiel keine Zuschauer mehr ins riesige Stadion dürfen, nur mal so rein hypothetisch gefragt, sagt er. Aber gibt es die wirklich? Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben ja eine böse Vergangenheit, weil ich habe mir damals dieses Ereignis des asiatischen Grippevirus ausgedacht. Oh nein. Echt? Ja. Aber das war aber auf die Spieler bezogen, dann sind die ausgefallen. Das war so ein ganz fieses Ding. Wenn man das hatte, dann hatte man echt so ein Teamproblem, weil das ganz viele erwischt hat. Ja. Aber die waren dann auch alle wieder gesund. Also es war nichts richtig Fieses. Ja, und aus diesem Grunde würde ich jetzt sagen, wir haben dieses Thema vollkommen ignoriert. Also wir haben keinerlei Pandemie-Sachen, keinerlei Viren oder sonstiges Spiel, sondern das macht's ja, wie soll man sagen, am Anfang alles, wenn man es jetzt rein spielerisch sieht, spielerisch kaputt, weil dann die Einnahmen fehlen und dann startet man nur mit Miesen und das wäre eine Situation, glaube ich, die Spieler nicht wollen. Also deswegen haben wir gesagt, da machen wir jetzt keinen Riesenaufwand rein, um sowas nachzubauen. Bombly schreibt im Chat, Pandemie brauchen wir im Fußballmanager auch nicht. Gute Entscheidung, danke. Wir gucken mal, was es sonst noch so alles gibt.
Was magst du uns als nächstes zeigen? Die Wochenplanung sehen wir, genau. Jetzt würde ich mal hier mal voran machen. Ne? Dann machen wir hier die Eröffnung und kann man den Spieler zu einem Fanclub schicken. Geht ja auch Fanclub-Besuch hin. Ich auch mal Sport rein, da kommen die wohl recht. Das ist deine Wochenplanung, ne? Du suchst einen Bann. Das ist der Terminkalender, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass man nur begrenzt viel Energie hat als Trainermanager. Ja. Mhm. Das sind meine Termine, die ich jetzt eingetragen habe. Hier sind noch freie Tage, da habe ich nur Training, das ist da so innen drin quasi. Und hier habe ich die blockierten Termine wegen des anstehenden Spiels. Da steht ja gerade Sport treiben, das heißt, du selber machst Sport und steigerst damit deinen Frischewert quasi, oder? Genau, ich kann damit mehr arbeiten auch. Okay. Länger. Mehr Termine haben. Also ich habe einen gewissen Vorteil dadurch, dass ich das eintrage. Muss mir halt die Mühe auch machen. Ich kann es auch automatisieren. Ich kann also einstellen, dass ich Sport machen will immer und dann fehlen mir halt die Stunden, aber dafür kann ich auch länger, dauerhaft länger arbeiten. So, und nun? Ja. Wird hier ausgegeben. Immerhin 14.000 Leute sind gekommen, trotz des fiesen Regens. Mhm. Und ich habe schön Geld verdient. So. Also die mögen mich nicht. Hoffentlich wurde dieser Trainer über eine Trainerzeitarbeitsfirma verpflichtet. Sehr unfreundlich. Wer textet denn solche Dinge bei euch? Wie viele Mitarbeiter, wie viele Kollegen hast du, wie viele Leute arbeiten an dem Spiel? Wir sind 11 Leute. Ja. Aber das bin ich gewesen, glaube ich. Du hast selber die eigenen Kommentare geschrieben, die du jetzt erleiden musst. Du disst dich selbst. Ich hab nicht gedacht, dass du mich gleich... Aber das ist halt, ich bin halt, wie man oben sieht, Stufe 4 und damit bin ich für Dortmund eigentlich zu schlecht. Ja. Deswegen sind die Fans durchaus kritisch. So ist das. Habt ihr einen Fanshop im Spiel, wo man eigene Fanartikel designen und verkaufen kann? Ja, Schals und so. Für wichtige Spiele. Also sowas. Und natürlich gibt es Merchandise, nur ist klar. Also kann man festlegen, auf welche Qualität man da einkauft. So, und dann bewegen wir uns jetzt auf den großen Termin zu und schauen uns mal so ein Spiel an. Finale des Supercups. Bist du schon nervös, Gerald? Dein erster öffentlicher Auftritt, deine erste Partie, die du live bestreiten musst mit deiner Mannschaft. Ja, ich habe vorher getestet, da war es 1-0, haben wir gewonnen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wieder... Getestet? Man kann doch keinen... Was kann man doch nicht testen? Das geht doch gar nicht, das ist ein echtes Fußballspiel. Wie willst du das denn testen? Ich glaube, ich habe es auch vorhin schon vermasselt, weil ich jetzt so neue Sachen gemacht habe, die sich jetzt vielleicht rechnen. Oh Gott. Das ist ein neues Ergebnis. Ich war ja eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. Leute, ihr seid, ich unterstreiche es nochmal ganz dick bei einer kleinen Live-Weltpremiere. Das erste Mal, dass das Spiel live zu sehen ist. Gerald, der Papa dieses Spieles mit seinen Kollegen zusammen, zeigt euch das erstmal live eine Partie bei seinem neuen Spiel We Are Football, das Mitte Juni rauskommt. Ihr seid dabei. Ich werde den ersten Torschützen jetzt aufschreiben. Historie. So, geht los. Also Aufstellung haben wir gemacht. Ich spiele natürlich hier nicht defensiv mit langen Bällen, sondern ich versuche da schon, ihnen ein bisschen Angst zu machen. Ja. Die schüchtern wir ein. Komm über die rechte Seite. Genau einmal pro halbe Seite. Das ist ja wohl ein Scherz. Ach komm. Einsatz, voller Einsatz. Dafür haben wir die ganze Zeit trainiert, für diesen Augenblick. Wenn die Frische danach im Keller ist und die Leute mit Verletzungen in der Kabine liegen oder nach Hause nicht mit dem Mannschaftsbus fahren, sondern im Leichenwagen. Hauptsache dieses Spiel haben wir geschafft. Härte schmeckt ihnen nicht. Verschafft euch Respekt. Der Einsatz kommt ja noch später. Den muss ich noch überlegen, was ich da mache. Aber ich würde schon sagen, ich nehme das ernst, das Ding. Also ich will das jetzt schon holen. Haut alles rein, was ihr habt, Männer. Das ist ja furchtbar. Aber ich spiele sonst Militärspiele, Strategiespiele, wo echtes Blut fließt, wo Panzer fahren und sowas. Aber das ist ja noch viel grausamer hier. Ich bin erschüttert. Welchen USK-Wert habt ihr? Sind ganz früh frei. Wenn ich das lese, ich finde USK 21 Minimum. Das ist ein wichtiges Spiel. Ich mache es unglaublich wichtig, sage ich schon. Ja, also, definitiv. Ich finde schon, Titel ist Titel und den muss man holen. Und dieses. Hau die Aktionspunkte raus, Gerald. Mach uns stolz. Wir hauen alle unsere Aktionspunkte raus. Ja,
das ist jetzt mehr so für die Zukunft, dass ich über die Saison verteilt das noch machen kann. Also die hat nur bestimmte Anzahl Punkte, das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit irgendwelche Ansprachen machen, die 4 Punkte kosten. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen Zusatz für die nächsten Spiele. So, es geht los. Live läuft es. Anstoß. Oh Gott, läuft er schnell. So, das war eine schnelle Halbzeit auf Speed. Jetzt machen wir langsam. Was war denn das? Das ging ja ratzfatz vorbei. Ja, das ist das Schnellste, was geht. Können wir die Animationsgeschwindigkeit einstellen? Ah, eine Sekunde. Ich wurde auch gerade kalt erwischt von dem Speed hier, der eingestellt war. Aber wir haben uns alle erschrocken. Ich glaube, wir haben uns alle vom Zugwind, wie schnell das lief, gerade erkältet. Die ersten Leute niesen im Chat. Halbzeit. Also das war, ist jetzt mal ernsthaft, das ist nicht die normale Animationsgeschwindigkeit, ne? Nein. Jetzt machen wir mal langsam. Jetzt machen wir das mal vernünftig. Unten rechts seht ihr die Geschwindigkeit. Das war gerade auf sehr schnell eingestellt. Jetzt ist sie langsam. Freistoß. Kommentier mal. Sei mal unser eigener Kommentator. Ja, wir sehen die Führung. Das sieht erstmal ganz gut aus. Nun allerdings die Chance für Bayern. Aber zum Glück eine Abseitssituation. Elfmeter. Ja, jetzt leider. Tor. Jetzt glaube ich, nimmt das Unheil hier seinen Lauf. Bayern macht Druck. Der Ausgleich. Schon wieder? 4-3. Gott. Das ist eine offene Schlacht. Karten. Was kannst du noch machen? Kannst du irgendwas reinrufen? Greitscht Lewandowski um. Nun hat sie das Ergebnis über die Zeit gebracht. Gerald, das war kein 1-0, das muss man immerhin sagen. Die 1-0, das 1-0 oder 0-0 sind immer die, das sind immer die Schande-Erlebnisse des Fußballsports. Ein knackiges 4-3, um es positiv zu formulieren. Ein Spektakel. Und sie haben sehr viele Chancen genutzt, die sonst vielleicht nicht unbedingt genutzt worden wären. Also man sieht dann überdurchschnittliche Anzahl Tore. Ja, der Chat greift auf, was du sagst. Ponda Baba schreibt, das war nur Bayern-Dusel. Ich guck mal, dass ich beim nächsten Spiel so ein bisschen. Das lassen wir nicht kommen. Wir machen so lange, wir wollen einen Sieg Minimum feiern. Ohne Sieg geht Tante Mimi nicht ins Bett oder wie auch immer. Einen Sieg müssen wir noch feiern. Neue so, jetzt haben wir einen guten Spieler, den kann man jetzt hier eintragen. Ne? Da könnten wir jetzt zum Beispiel so einen Künstlernamen eintragen. Ja, ich weiß auch, ach, du weißt auch einen coolen. Dann wird er jetzt praktisch benutzt. Und hier könnte man jetzt auswählen, welche Werte. Also hier zum Beispiel haben wir. Der kleine WB. Ich glaube, er ist ein ganz kreativer Typ, aber ganz lauffaul. Wir kriegen einen Bonus-Stärkepunkt. Das ist was wert. Und wir kriegen einen extrem kreativen Menschen hier. Das heißt also. Ich glaube, er hat auch ganz lange Haare. Okay. So, und hier haben wir jetzt einen Spieler, der. Eine neue Fähigkeit entdeckt hat, bei dem sie entdeckt wurde vom Co-Trainer. Und jetzt können wir überlegen, ob wir unser Trainingsziel quasi anpassen oder ob wir das lassen. Da das jetzt sowieso schon relativ fortgeschritten ist, bringt es jetzt nichts, da was zu ändern. Aber immerhin gibt es diese Möglichkeit. Und wir haben auch gleich Glück, einer unserer Spieler ist besser geworden, aber das ist jetzt jemand, der uns nicht so viel bringt. Der ist nämlich erst 12 Jahre alt und ist jetzt von 1 auf 2 befördert. Aber wer weiß. Also kurzfristig gerade nicht unbedingt einsetzen. Nee, aber in 5-6 Jahren könnte das jemand werden, der uns weiterhilft. Das ist immerhin schon mal ein guter Start mit so einem Punkt. So, und jetzt kommt als nächstes Pokalrunde. Jetzt gibt es mal einen klaren Sieg. Und jetzt mache ich auch mal ein bisschen langsamer. Also ich klicke einfach mal schnell. Man sieht, der Ablauf ist relativ klar. Dann kommt die Pokalrunde. Also ich finde, gegen eine Mannschaft, wo 90% unserer Zuschauer jetzt erstmal im Atlas nachschlagen müsste, wo die Stadt liegt, da ist ein Siegpflicht. Das ich will mich nicht unter Druck setzen, Gerald, aber ein Sieg ist Pflicht. Ich würde auch sagen, das schaffen wir. So, um die Frage zu klären, wo das liegt, es liegt hier. Im schönen Saarland liegt es. Ist da immer eine Busreise wert. So, wir spielen jetzt aber, jetzt muss das klappen. Das ist ja wohl klar.
Also jetzt können wir aber nicht sagen, das ist das Spiel eures Lebens. Da können wir höchstens sagen, siegt nicht zu hoch, demütigt euren Gegner nicht. Das könnte man sagen. So, jetzt läuft's in richtiger Geschwindigkeit. So wie wir es gerne hätten. In langsam. Wie viele Spieltempo-Stufen gibt es bei einer Animation? Werde ich gerade korrigiert, nicht Saarland. Entschuldigt bitte. 2x10. Also sowohl die Zeit zwischen den Szenen als auch die Szenen selbst kann man die Geschwindigkeit einstellen. Je nachdem, wie schnell man lesen kann, auch bei Szenen, kann man das auch noch mal ein bisschen hochsetzen. Hm. Und dann kann ich auch hier hingehen und kann halt wechseln. Blick von oben drauf. Den Ton können wir nicht übertragen. Ihr hört im Hintergrund meine Musik, also nicht die Originalspielmusik, sondern Musik, die ich selber abspiele, die ich lizenziert habe. Was würde man denn hören, wenn wir jetzt den Originalton vom Programm hätten, Gerald? Jetzt würden wir hören, also ich höre das, Stadionatmosphäre. Also ich höre die Fans und ich höre dann auch Pässe und Schüsse und solche Dinge und Lattentreffer und alles Mögliche höre ich natürlich auch. Mhm. Und Schiedsrichterpfiffe. Das Raunen im Publikum. Gerade weil die nicht so zufrieden sind hier mit dieser Aktion. So, jetzt dreht sich das und es gibt einen Konter aus der aktuellen Szene heraus. Und das könnte jetzt quasi die Entscheidung werden. Aber nichts. Immerhin 1-0. Endlich liegt man mal vorne. Sehr schön. So, und jetzt hört man natürlich auch die Fans bei der Ecke und sowas. Gibt es auch entsprechend Soundeffekte. Wir werden angebrüllt. Fliegen bisweilen auch Getränkebecher oder Colaflaschen. Cola-Büchsen, entschuldige bitte. Ich versuche jetzt unten mal umzustellen von Szenen auf Fans. Vielleicht passiert was. Dass wir Glück haben, dass es einen Fangesang gibt. Konter Pirmasens, Achtung, pass auf! Ihr könnt nach Hause fahren. Tatsächlich. Wird das per Audio dann auch abgespielt? Momentan noch nicht, aber das ist natürlich eine Sache, die man für die Zukunft. Auf jeden Fall haben wir das auf dem Schirm, dass das dann auch irgendwann gehen wird. Braucht ihr einen großen Chor von ein paar hundert Leuten? Soll ich mal eine Audio-Einspielung der WB-Community machen für euch? Fangesänge, sollen die sich irgendwo treffen und ein paar Sprüche einsingen für euch? Ja, ich glaube, das muss schon authentisch aus den Stadien sein, dass man da irgendwie was hinbekommt. Damit das wirklich echt klingt. Doch, das nächste Kunde, die treffen im Stadion. Wir kriegen doch ein paar Leute zusammen. Was an Sprüchen hier reinkommt. 8-1, 6-0 Halbzeitstand. Das ist demütigend. Dragonblade meint, könnte knapp werden und outet sich damit als Pirmasens-Fan. Ja, also eine relativ deutliche Geschichte, würde ich mal sagen. Und jetzt haben wir natürlich ein klares Ziel. Also, wollen wir mal sehen, ob es klappt. Zweistellig muss es werden. Alles andere wäre ein Debakel für uns. Man muss natürlich auch sagen, die haben natürlich jetzt einen weniger und so. Das ist alles schon ein bisschen... Also, jetzt haben wir es geschafft. Wenn es echt... 10-1 hier! Aber wenn es echt... Ehrentor gönnen wir ihnen. Aber sag mal, wenn es jetzt echt wäre, würden wir... Das ist ja Pokal... sagen, Kräfte sparen und würden vom Einsatz her runtergehen, vermutlich, ne? Ja, also ich nehme das ja hier auch gerade durchaus ernst. Ja, wir würden Ersatzspieler einstellen. Und hier wäre natürlich Zeit gewesen, vorher auch mal ein bisschen runterzuscheiden, wie das ja auch in echt passieren würde. Den Amateurtrainer einwechseln, eventuell sogar den Trainer. Du würdest dich eventuell selber ins Tor stellen, um deine eigenen Spieler zu schützen, konditionsmäßig. Eventuell sogar in der 91. Minute mich ins Tor stellen, auch wenn es danach dann nicht mehr 1-11 ist, sondern 5-11. Ja. Ja,
Dann haben wir die ganzen Ergebnisse. Wir sind auch, glaube ich, die Rekordsieger. Ich glaube, da oben hat es nochmal sowas gegeben. Aber ansonsten. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ein erster Triumph für uns. Neuer Rekord. Okay, das erste Spiel, das wir gewonnen haben. 11-1. Ja. Sehr schön. Höchster Auswärtssieg, weil erster Triumph. Dragonblade, fachsimpel im Chat. Das war kein Fußballspiel, das war ein Massaker. Und gleich ist eine Woche vorbei. Das war die Woche. Und so, jetzt würde ich noch gerne einmal in die Zukunft gucken. Ja. Ich habe noch einen Spielstand mal gemacht, was so passiert in den letzten Jahren. Muss ich hier raus. Und würde sagen. Und da können wir zum Beispiel jetzt in der Statistikzentrale schauen, sozusagen über die Zeit, was sich so ereignet hat. Und können hier zum Beispiel bei den Meistern gucken, wie so die Entwicklung war. Wir sehen, Leverkusen hat es geschafft, irgendwann mal. Ach, da müssen wir jetzt Verein umbenennen, dann heißen die ja nicht mehr Vizekusen. Ja, hier sieht man, da ist es passiert. Und ansonsten relativ stabile Meister. Das heißt, das ist wirklich einmal, wo du viele Saisons hintereinander durchgespielt hast. Genau, ich habe jetzt die letzten, das hat so jetzt anderthalb Stunden ungefähr gedauert, habe ich jetzt nochmal mal geguckt, was so passiert im Moment. Pokal war ein bisschen abwechslungsreicher, erst auch sehr stabil, aber dann gab es doch mal Wechseln. Auch einfach. Und wir sehen, da haben sie die Mannschaft nochmal nach oben gearbeitet. Da kann das mehr sein. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt international anschaut, da sieht man auch, wie das jetzt beispielsweise hier. Chelsea hat sich sehr gut, Barcelona, Manchester. Ja. Ich glaube, da ist alles auf einem guten Weg. Sehr gut. Das Einzige, was wir nicht gesehen haben, ist ein Frauenfußballspieler. Ansonsten haben wir einen guten ersten Eindruck jetzt bekommen. Das war sehr, sehr fein. Und es hat auch sehr lange gedauert. Wir waren jetzt wie lange hier unterwegs? 2,5 Stunden mit dem Spiel. Ich wechsle mal wieder zurück in die andere Ansicht, wo ich dich auch wieder zeigen kann. Da bist du zu sehen. Wechsel einmal zurück. Da sieht man dich jetzt in groß und jetzt wieder in klein und im Hintergrund unsere Screenshots von eben. Und das war sehr schön. Vielen lieben Dank. Das war eine tolle Sache. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Gerne. War uns eine große Freude und danke für das große Vergnügen und die Ehre, dass du dir hier dein Spiel bei unserer kleinen WB-Community das erste Mal gezeigt hast. Das war uns, da fühlen wir uns alle sehr gebauchpinselt. Das war ganz entzückend. Und ich finde es Wahnsinn. 773 Menschen um diese Zeit immer noch hier. Echt, ne? Es ist toll. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Tolle Fragen. Und ja, ganz vielen Dank. Und wir werden jetzt die letzten Wochen noch unser Bestes geben und noch alles reinhauen, was irgendwie geht. Ihr habt schon vorhin, wer es aufmerksam geguckt hat, hat gesehen, der Fangesang ging in die falsche Richtung. Das haben wir jetzt noch eingebaut, dass man bei den Fangesängen dann heim, auswärts und allgemein einstellen kann. Solche Dinge, also wir sind da im Detail noch dran. Aber ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen und ja, wäre der Platzverweis nicht gewesen, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so hoch ausgegangen. Naja, für ein 10-1 oder 11-1, was es auch immer war, muss man sich nicht entschuldigen. Das haben wir gut hinbekommen und klopfen uns gegenseitig auf die Schultern und sagen uns für die Größten, weil wir Pirmasens weggehauen haben. Wahrscheinlich haben wir es sogar weggehauen vom Rheinland-Pfalz aus bis Richtung Saarland. Einen sind die wahrscheinlich geflohen. Insofern ist nachträglich diese, werdet das als Prophezeiung bitte, diesen kleinen Fehler, den ich mit Absicht natürlich eben eingebaut habe. Und wir wissen jetzt, wie die Europa- und Weltmeisterschaften in den nächsten Jahren ausgehen. Wer wann irgendwo Champions League wird und Bundesliga-Sieger, dass Leverkusen doch mal einen Triumph feiert, sind ein Stückchen klüger geworden. Das finde ich sehr schön. Ich wünsche dir und euch, dem ganzen Team, viel Glück und Erfolg für die nächsten Wochen. Wir haben ja gelernt eben, nicht nur im Fußball, wahrscheinlich auch bei anderen Sachen, hängt es nicht nur vom Können ab, sondern auch ein bisschen vom Glück, dass es ein schönes Release wird. Und ich weiß jetzt schon, ich werde das Spiel auf jeden Fall zeigen. Guck mal, dass ich Full Release auch zeigen kann. Frag da beim Publisher nochmal nach. Und das müsste auch eigentlich klappen, weil ich mit denen ja
sehr gutem und engen Kontakt bin, sonst wäre das hier auch nicht möglich gewesen mit dieser kleinen Preview. Das heißt, da mache ich mal eine kleine Ausnahme. Nicht nur immer Strategiespiele im engeren Sinne, auch mal Aufbauspiele machen wir viel und das hat auch einen starken Aufbaucharakter. Ich bin Fußballfan. Da freue ich mich sehr drauf, das mal gemeinsam zu spielen und mal so eine Saison hinzulegen und einen Verein von ganz klein eventuell ganz groß rauszubringen. Das wäre mir eine große Freude. Vielen Dank, Gerald. Ich habe zu danken. Vielen Dank.